Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle dabei sind. Die 60. Bundesliga-Saison der Geschichte hat begonnen. Und die hat richtig spektakulär begonnen mit vielen, vielen tollen Spielen, beeindruckenden Toren und einigen Szenen, die uns echt begeistert haben. Wir freuen uns auf eine tolle Saison, haben Lust auf Fußball. Natürlich haben die Bayern gleich das Auftaktspiel bei der Eintracht überzeugend mit 6:1 gewonnen und die Konkurrenz ist gewarnt. Diese neuen Bayern sind offensichtlich richtig stark. Außerdem Topspiel gestern Abend, Dortmund gewinnt gegen Leverkusen. Sportlich alles gut, aber was die Personalsituation angeht, ist es schon schwierig. Adeyemi ja auch noch verletzt, Haller ja lange raus. Jetzt soll Anthony Modest kommen vom 1. FC Köln für ein Jahr. Man ist sich offensichtlich einig für die Zukunft. Und wir schauen auf das Berliner Derby. Union gegen die Hertha. Die Unioner haben zum 4. Mal in Folge gewonnen. Die Hertha steht nach dem Pokal aus und jetzt dieser Derby-Niederlage wieder in einer schwierigen Situation. Ich freue mich auf unsere Gäste des heutigen Tages. Wir fragen uns natürlich vor der Saison, wer wird Torschützenkönig? Ja, Lewandowski weg, Haaland weg. Wer könnte es denn werden? Die beiden, die jetzt gleich durch die Drehtür kommen, haben es beide schon mal geschafft. 95 und 96, Torschützenkönig. Freue mich auf Heiko Herrlich und Freddy Bobic. So. Habt ihr euch irgendwie abgesprochen oder so? Das habe ich vorhin zu ihm auch gesagt, ja, genau. Ihr müsst vorher mal telefonieren. Na gut, also wenn ich das Sakko ausziehe, dann sind wir alle drei gleich. Also das ja. Machen wir nicht, also gut. Schön, dass ihr da seid. Beide Torschützenkönig gewesen, du damals mit 17 Toren. Der Torschützenkönig mit den wenigsten Toren in der Bundesliga-Geschichte. Aber können, egal, können nichts oder? Dafür, da waren lauter schlechte Stürmer wahrscheinlich in der Liga, genau. Heiko ein paar mehr, aber insgesamt liegt er vorne oder lag er vorne. Mehr Tore geschossen als du in seiner Bundesliga-Geschichte. Ich habe es mal aufgeschrieben. 109 zu 75. Kannst du damit leben heute mit etwas Abstand? Ich kann damit leben. Er hat auch ein paar Länderspiele mehr. Ja. Freddy war ein überragender Stürmer. Hat überall, wo er war, eigentlich getroffen und seine Mannschaften besser gemacht. Ihr habt ja auch mal zusammengespielt. Ja. Kurze gemeinsame Zeit. Wie ist die Laune jetzt nach der Derby-Niederlage? Wirkst eigentlich ganz aufgeräumt. Ja gut, es ist der erste Spieltag gewesen. Ne? Und das stimmt, es ist, ja. Natürlich, ist natürlich hart, ein Derby zu verlieren, das ist ganz klar. Vor allem, wenn es auch das vierte Mal in Folge jetzt auch ist, letztes Jahr die drei Derbys verloren. Ist es nicht so schön, ist ganz logisch. Aber ist auch verdient gewesen, die Niederlage gestern, muss man auch klar sagen. Dementsprechend müsst ihr mir dann die Stimmung jetzt ein bisschen aufhellen. Ja. Das versuchen wir, aber wir kommen natürlich nicht drumherum, auch über die Schwierigkeiten bei der Hertha zu sprechen. Schön, dass ihr beiden da seid und wir haben noch weitere tolle Gäste, die ich jetzt vorstellen darf. Ich freue mich sehr auf unseren Sport1-Chefreporter. Hier ist Patrick Berger. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Von T-Online, Robert Hirsemann, auch da. Moin, moin. Guten Morgen. Und natürlich unser Experte Stefan Effenberg. Grüß dich, mein Lieber. Publikum ist offensichtlich gekauft. Ja, aber du hast trotzdem applausmäßig keine Chance gegen sie. Hier ist Jana Woznitzer. So kann die Saison doch losgehen. Ja, finde ich auch. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben nicht nur Gäste passend zum Spieltag, sondern wir haben auch eine Frage der Woche passend zu unserem Gast. Es geht nämlich um die Hertha. Die macht genau da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hat. Es ist tatsächlich nur ein Sieg in den letzten 7 Pflichtspielen. Deswegen ist es auch keine große Überraschung, dass laut einer SID-Umfrage die Fans glauben, dass die Hertha in diesem Jahr tatsächlich absteigt. 49,8% haben das gesagt. Das war schon eine relativ repräsentative Umfrage mit knapp 2000
2000 Befragten. Aber das ist natürlich nichts gegen Ihre Meinung. Für uns zählt nur die Meinung unserer Dopa-Zuschauer. Deswegen an Sie zu Hause auch die Frage gerichtet. Wo landet die Hertha am Ende der Saison? Ist es vielleicht das internationale Geschäft? Ist ja auch noch möglich. Wird es das Liga-Mittelfeld? Wird es der Klassenerhalt? Oder ist es tatsächlich in diesem Jahr der Abstieg? 01379011011 ist Ihre Nummer zum Dopafon oder Sie diskutieren mit auf Twitter. Und heute zum Saisonstart gibt es auch noch was ganz Besonderes, denn Sie können etwas gewinnen. Es werden einmal 2 Tickets verlost für den Dopa on Tour zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland. Es geht um die Veranstaltung am 14. September in Dresden. Thomas Helmer freut sich auf Sie und auch auf spannende Gäste, unter anderem auch Sport1-Experte Mario Basler. Also wenn das kein extra Anreiz ist, heute mitzudiskutieren. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob die Zahlen dann ähnlich sind wie bei den Kollegen vom Sportinformationsdienst oder ob die Dopa-Zuschauerinnen und Zuschauer da eine andere Meinung haben. Aber Hertha kommt gleich erst in der Sendung. Beginnen wollen wir mit dem Spiel des gestrigen Abends. Der BVB gewinnt gegen Bayer Leverkusen das Spitzenspiel und vielleicht die wichtigste Erkenntnis bei den Schwarz-Gelben. Es war wieder ein Spiel ohne Gegentor und das war letzte Saison ja das große Problem, die vielen Gegentreffer. Schlotterbeck klingt ja irgendwie nach Wackelkandidat. Aber ganz offensichtlich ist der Neuzugang vom SC Freiburg das komplette Gegenteil. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist einer, der zupackt und mitreißt. Sowas kommt an beim BVB, wo in der Vergangenheit immer wieder mal das Thema richtige Einstellung, Reizstichwort Mentalität aufpoppte. Gemeinsam mit dem momentan oberschenkelverletzten Bayern-Neuzugang Süle und Routinier Hummels soll der 22-jährige Jungnationalspieler die in der vergangenen Saison so anfällige Abwehr stabilisieren. Und auch im zweiten Pflichtspiel der Saison spielten die Dortmunder, wenn auch mit Glück, zu null. Hier hauchzartes Abseits, als Schlotterbeck angeschlagen im Mittelfeld lag. Vorne muss es ja, bis der angekündigte Ersatz für den erkrankten Mittelstürmer Allaire vorgestellt wird, mit vereinten Kräften gehen. So wie gestern gegen Leverkusen. Und hinten natürlich auch. Mit einer neu formierten Abwehr, die nicht nur weniger Tore kassieren soll, sondern unter Mithilfe des jungen Nico Schlotterbeck eine wichtige Antwort geben muss. Können die Dortmunder die Mentalitätsfrage endlich abhaken? Und die Frage reiche ich gleich mal rüber an dich, Stefan. Können Sie das und glaubst du, dass das diese Saison mit dem Kader gelingen kann? Ich glaube schon, dass sie die Spielertypen geholt haben, wie zum Beispiel den Schlotterbeck, der das ja auch immer demonstriert auf dem Platz. Das glaube ich schon. Gestern das Spiel war enorm wichtig. Sie haben gewonnen, sie haben kein Gegentor bekommen, was ja im letzten Jahr eher seltener der Fall ist. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass sie gute Spieler gekauft haben. Und das haben sie gestern auch gezeigt. War ein schwieriges Spiel, keine Frage. Aber sie haben auch Mentalitätsspieler dazu bekommen. Auch Özcan im Mittelfeld zum Beispiel. Oder eben Schlotterbeck, Süle auch. Also ja, war ein guter Start für die Dortmunder. Kein schwieriges Spiel, aber gewonnen. Wie wichtig war das? Oder wie wichtig würde das sein, diese Mentalität, dieses unbedingte 1000-prozentige Gewinnen wollen in die Mannschaft reinzukriegen oder noch besser reinzukriegen, als es bisher der Fall war? Ja, sie sind jetzt gut in die Saison gekommen, haben das Pokalspiel gegen 60 gewonnen. Trotzdem muss man natürlich sagen, gestern hatten sie auch in der einen oder anderen Situation Glück. Ich glaube, Patrick Schick hatte 2 Riesenchancen, die er normalerweise macht. Und dann kann das Spiel auch ganz anders laufen. Es war ein glücklicher Sieg. Aber jetzt für den Beginn nach der Unruhe letztes Jahr auf Edin Terzic ist das natürlich ein gelungener Auftakt. Und die Mentalität ist sicherlich dann auch besser, wenn man so startet. Sie haben die Spieler dazugeholt, die diese Eigenschaften, diese Tugend mitbringen und hoffentlich die anderen anstecken. Aber es haben ja viele immer so gesagt, ja, das ist der Hauptunterschied zwischen den Verfolgern, unter anderem BVB und den Bayern. Dieses bisschen weniger vielleicht sozusagen es wollen oder unbedingt erzwingen wollen oder überhaupt sich nur mit Niederlagen oder möglichen Niederlagen auseinanderzusetzen. Bei Bayern spielt das ja gar keine Rolle offensichtlich im Mindset. Ja, für die öffentliche Wahrnehmung gibt es immer nur eine Leistung auf dem Platz. Aber es gibt eine Leistung von den Spielern auch außerhalb vom Platz. Das ist das, wo Bayern
den großen Unterschied macht zu den meisten Vereinen. Diese Lahms, diese Schweinsteigers, die haben diese Ribéries, diese Robbens, diese Lewandowskis erzogen. Jetzt sind es diese Müllers, die jungen Spieler mit, die Neuers, die mit weitererziehen. Zu meiner Zeit damals war es ein Stefan Reuter, ein Matthias Sammer, die diese Mentalität reinbringen. Der Druck, wir hatten einen überragenden Trainer mit dem Ottmar Hitzfeld, aber der Druck kam für uns junge Spieler eigentlich eher von diesen Spielern, diese Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Und so ein Kimmich, der lebt es. Und das muss natürlich jetzt durch so Spieler natürlich auch mit reingelebt werden. Freddy, kann man Mentalität einkaufen? Kann man einkaufen, ja, es ist richtig. Das ist möglich, aber wenn du eine Mannschaft jetzt, wenn wir bei Dortmund sind, natürlich viele junge Spieler dazu holst, ne? Da ist unheimlich viel Potenzial drin, ist unheimlich viel Power drin auch. Ja. Die Mentalität dafür sind dann die erfahrenen Spieler zuständig. Und Heiko hat es richtig gesagt, du brauchst natürlich auch diese Spieler, ein gesundes Fundament, damit diese Spieler wachsen können, diese jungen Spieler mit diesen großen Potenzialen. Wenn du die nicht hast, dann ist es dann auch brüchig. Aber bei Dortmund sind es ja eher die Jungen. Also Bellingham ist ein Führungsspieler, ist ganz jung. Schlotterbeck ist auch noch sehr jung. Klar, also beim BVB ist es ja gerade der Fall, dass sich so eine neue Hierarchie jetzt gerade entwickeln muss. Und da sind eben so Spieler, wie du es angesprochen hast, Bellingham, dritter Kapitän jetzt auch, einer, der mit 18, 19 Jahren ist er jetzt geworden, in der Kabine letztes Jahr auch schon öfter mal Wort ergriffen hat, gegen die Führungsspieler dann auch was gesagt hat. Das kann man natürlich auf der einen Seite ein bisschen bedenklich sehen, dass so ein junger Spieler jetzt in diese Hierarchie dann aufsteigen muss, ranwachsen muss. Aber man kann auch sagen, da tut sich gerade was, da entwickelt sich gerade was. Und man hat ja auch immer noch mit Mats Hummels, mit einem Süle, der dazugekommen ist, mit Reus, auch die Erfahrenen, die das kennen. Aber da bildet sich gerade eine neue Achse, neue Hierarchie. Gregor Kobel darf man auch nicht vergessen, wie er da gestern sich nach den Paraden gepusht hat, auch ein enorm wichtiger Faktor. Also da wächst gerade schon was ran für den BVB. Aber ob diese Mentalitätsfrage einfach Aber ist das schon, die Namen, die du jetzt genannt hast, ist das so eine Achse, die sozusagen Stabilität geben kann? Absolut, ja. Also das glaube ich schon. Du hast den Torwart hinten, du hast den Zentralen, einen der wichtigsten mit Bellingham. Für mich wird das einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Ist auf einem guten Weg dahin. Und das ist auf jeden Fall eine Achse, die es gibt. Süle soll, wenn er dann wieder fit ist, natürlich auch in diese Rolle reinwachsen. Und deswegen, man kann sich Mentalität schon ein Stück weit auch kaufen, aber es muss trotzdem auch von sich aus, glaube ich, entstehen. Das ist eine Altersfrage, Stefan, generell bei Führungsspielern oder ist das irrelevant? Ich glaube, wir haben ja ein gutes Beispiel mit Bellingham, der ja schon in jungen Jahren eben diesen Charakter zeigt. Und da ist das Alter nicht so entscheidend. Allerdings ist es schon gut, wenn du ältere, erfahrene Spieler hast, wie Mats Hummels zum Beispiel, der dann die Spieler auch ein Stück weit nochmal mitführt, beziehungsweise ihnen auch Tipps gibt. Also das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Allerdings Mentalitätsfrage. Die sollten wir erst stellen, wenn wir am 5., 6., 7. Spieltag sind. Am 1. Spieltag ist es noch schwierig zu beantworten. Aber es werden noch Phasen kommen für die Dortmunder, wo dann vielleicht die Frage wieder aufkommt. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zur letzten Saison haben sie dazu gewonnen an Qualität und auch an Mentalität. Und das spricht schon mal für eine ganz gute Saison. Florian, was ich gestern interessant fand, wenn ich ganz kurz einhaken darf, wenn man sich die Mannschaft angeschaut hat, sind ja dann viele Stützen auch weggebrochen, Neuzugänge. Abgesehen jetzt von Nico Schlotterbeck, der quasi durch Manuel Akanji getauscht wurde, war das ja die gleiche Mannschaft, die auch in der letzten Saison dann in der Rückrunde ohne Haaland gespielt hat. Deswegen hat man da auch so ein bisschen gesehen, was in der Mannschaft vielleicht sich im Sommer getan hat, auch intern, dass sie dann eben gegen Widerstände auch ankämpfen. Das war gegen Leverkusen gestern der Fall. Also das war eine interessante Frage. Entschuldigung, ich gebe Stefan da recht. Letztendlich entscheidet sich das nach ein paar Spieltagen. Bei Sonne, wenn es läuft, ist jeder Mentalitätsspieler, da sind alle mit am Organisieren und helfen, wenn es mal regnet, wenn es eben nicht läuft, dann zeigt sich dann die wirkliche Qualität nach Rückschlägen und dann muss man wirklich mal warten, was passiert. Aber über Nico Schlotterbeck müssen wir trotzdem noch mal sprechen. Also das war, finde ich, für den ersten Auftritt echt spektakulär, wie er auf dem Platz stand, die Leute mitgerissen hat. Hart in Zweikampf, das war ja allgemein ein ziemlich hartes Spiel, muss man sagen. Voll ausgeteilt hat, aber auch eingesteckt hat, die Kurve oder die Tribüne mitgerissen hat. Das war schon spektakulär für den ersten Auftritt. Und ich finde, wir sprechen immer so viel über Typen. Das ist ein echter Typ und davon haben wir viel zu wenig. Das finde ich richtig gut. Ein Beispiel nur aus den letzten Wochen. Gerade zum Anfang seiner Zeit hat er ein Interview, ich glaube, beim BVB selbst gegeben, wo er gefragt wurde, ob Süle und Hummels ihm dann noch eine Menge beibringen können, ob er da lernen kann. Und er sagt, ja, da kann er eine Menge lernen, aber die beiden können auch eine ganze Menge von mir lernen. Das, finde ich, spricht total dafür, wie selbstbewusst dieser Typ ist. Und ich glaube, das braucht man auch, um eine richtig große Karriere hinzulegen. Welche Rolle spielt der Trainer, der alte, neue Trainer, der ja ein Ur-Borusse ist, gestern auch mehrfach gesagt hat, wie toll das ist, jetzt endlich mal im vollen
ich sage immer noch Westfalenstadion, zu spielen und oder als Trainer an der Seitenlinie zu sein. Was für eine Rolle hat er, Edin Terzic, um einer Mannschaft, du hast gesagt, die hat sich gar nicht auf allen Positionen jetzt so stark unterschieden, ja, einen anderen Geist zu geben? Was heißt, einen anderen Geist zu geben? Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass er die ganzen Abläufe und das Umfeld einfach kennt aus dem FF. Das ist ein Riesenvorteil. Er war nie weg. Er war immer auch im letzten Jahr dicht bei der Mannschaft dabei. Und ich glaube, er spricht die Sprache der Region. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und er ist empathisch. Er kommt mit den Spielern gut zurecht. Er ist in der Kommunikation sehr stark. Aber wie gesagt, also wenn mal so eine Phase kommt, wo es mal ein bisschen Widerstände gibt oder schwierig wird, dann bin ich auch mal gespannt, wie dann reagiert wird bzw. die Aussagen getätigt werden. Jetzt von den neuen Spielern ist momentan eben nur Nico Schlotterbeck einsatzbereit und gesund. Wir haben es vorhin kurz schon gesagt beim Einstieg in die Sendung. Du hast heute, glaube ich, sogar exklusiv rausgehauen. Modest kommt zum BVB. Klär uns mal auf, was sind die Hintergründe, wie weit ist man da was kannst du uns dazu sagen? Ja, also es fehlt nicht mehr viel. Der Spieler, es gibt quasi eine Vereinbarung mit dem 1. FC Köln. Der Vertrag läuft ja 2023 aus. Er hat immer noch aus alten Zeiten, sage ich mal, ein sehr gutes Gehalt auch bei den Kölnern. Und das können sie ihm schlichtweg nicht mehr bieten. Das heißt, sie können ihm nicht anbieten aktuell die Verlängerung. Er wird ganz gerne nochmal ein, wenn nicht sogar zwei Jahre weiterhin beim FC spielen. Und das macht die Situation schwierig. Und das ist die Absprache auch so mit den Bossen, auch mit Christian Keller. Und da hat man gesagt, wenn was Interessantes kommt, dann überlegen wir, was wir machen. Sie sind auch ein bisschen aufgrund der Corona-Lage, hat ja auch Löcher reingerissen auf Ablösesummen angewiesen. Und deswegen ist es jetzt eben so, dass der BVB sich eingeschaltet hat, ihn als die Wunschlösung quasi auserkoren hat. Es gab auch Namen, klar, Icardi, Dzeko, Cavani, aber man ist auf diese Lösung gekommen. Er ist sich quasi einig mit dem BVB über einen Einjahresvertrag. Und jetzt geht es eben noch um die Ablöse. Da haben wir so gehört, dass es 4 Millionen ungefähr sein könnten am Ende, wo man dann auch von Köln-Seite sagt, das passt. Und ich rechne damit, dass dann bis Anfang, Mitte der Woche Vollzug gemeldet wird. Würde das Sinn machen, Freddy, für den BVB? Weil Sebastian Haller nach seiner Tumorerkrankung jetzt eine Chemo ansteht, man einfach nicht weiß, erstmal, wie gut er das Ganze übersteht und wann er dann auch wieder in alter Kraft zurückkehren kann. Ja, Sie haben sicherlich die Frage, Ihnen fehlt ja ein Stoßstürmer und die brauchen einen Stoßstürmer da vorne. Also genau dieses Profil, was Sebastian Haller hat. Aber ich glaube schon, das könnte Sinn machen. Ja, das könnte Sinn machen. Das weiß Sebastian Kehl sicherlich am besten, ja, ob das Sinn macht, auch in die Truppe. Ein Spieler, der vor allem die Bundesliga kennt und keinen von draußen zu holen. Also das macht aus meiner Sicht jetzt erstmal Sinn, dass du jemanden aus der Liga holst und nicht einen von draußen holst, der sich erstmal noch akklimatisieren muss, auch an die Bundesliga und an alles. Und da ist es natürlich mit dem Spieler, wenn der von einem Konkurrenzverein ist, aus der Liga, sicherlich viel einfacher. Modest, Chance oder auch Risiko für den BVB? Ja, Chance. Er hat ja jetzt bewiesen, die letzte Saison wieder 20 Tore gemacht. Genau. Ich glaube, Steffen Baumgart hat da einen wesentlichen Anteil. Aber genauso traue ich das auch Edin Terzic zu mit dem Umfeld in Dortmund. Es ist nochmal eine Chance, eine Herausforderung für so einen Spieler. Der möchte sich natürlich auch nochmal beweisen. Ich sehe da eine große Chance drin. Ist Modest das gleiche Niveau wie Haller? Ja, das ist schon nochmal ein anderes Level. Ja, weil Haller das einfach auch in der Champions League gezeigt und bewiesen hat. Das ist nochmal eine Stufe höher. Allerdings ist das eine große Möglichkeit für Modest. Obwohl ich letzte Woche saß ich ja hier und habe gesagt, ich würde jetzt den Spielern auch das Vertrauen schenken, die dort sind. In der Offensive gibt es ja viele. Ob's jetzt aber hat sich durch die Adeyemi-Verletzung, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie lange natürlich nochmal ein bisschen verändert. Aber der Freddy hat ja was Richtiges gesagt. Er kennt die Bundesliga und die Jungs kennen ihn ja auch, wie er Fußball spielt. Und von daher würde das sofort funktionieren. Also ich bin mal gespannt, ob du da echt gut informiert warst. Ich finde das auch immer super. Gut informiert. Das glaube ich auch. Ja, ob das stimmt. Schauen wir mal. Ich finde die Variante auch gut. Ich glaube, dass zum einen dieser Punkt dazu kommt natürlich, dass er die Liga kennt. Das haben wir jetzt schon einige hier in der Runde gesagt. Aber er ist halt auch 34 und irgendwann kommt hoffentlich auch Haller zurück. Und das ist vielleicht ein Kandidat, der auch nicht auf den Stammplatz sofort pocht, sondern jetzt auch abgesprochen wird, was dann passieren kann, weil Haller am Ende noch eine Nummer größer ist. Und deswegen sich vielleicht dann, wenn es soweit ist, auch wieder hinten anstellt. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was der 1. FC Köln dann macht, weil der wird Köln fehlen. Und da bin ich echt gespannt, was die machen.
Aber was ja über allem schwebt, ist ja immer die Frage, reicht es dieses Jahr, um die Bayern anzugreifen? Ja, das fragen wir uns beim BVB, das fragen wir uns bei Leipzig. Das ist ja relativ schnell zu beantworten. Das liegt ja an Bayern nur selber. Das liegt nur an Bayern? Ja. Das ist jetzt eine Antwort, wo du nicht mit klarkommst. Ich komme damit klar. Ich dachte, du willst noch ein paar Argumente. So ein Fragezeichen auf dem Kopf. Nee. Ich wollte dir die Zeit geben, sozusagen. Es geht ja nur über den FC Bayern, das ist ja klar. Und ich habe ja auch letzte Woche gesagt, ich sehe Leipzig eher als Verfolger Nummer 1. Nicht nur aufgrund der Serie, die sie hingelegt haben, seit Tedesco Trainer ist, mit der Statistik. Sie haben den Pokal gewonnen, sie haben auch eine unglaubliche Offensivpower, haben dazugelernt. Also, ja, so. Hast du gut gemacht. Heiko. Ja, es sind halt viele Unabwägbarkeiten, die eintreffen können. Keiner wusste vor der Saison, Alea fällt aus, jetzt gestern noch Adeyemi. Ich finde, dass Dortmund, gut, habe ich ja vorher schon gesagt, sie hätten noch 2 Gegentore auch bekommen können, aber sie standen ein bisschen tiefer, haben es unheimlich eng gemacht, hätten auf Konter spielen können, da fehlt halt dann ein Adeyemi. Du weißt nicht, was passiert in der Zukunft, wo sich noch irgendjemand verletzt. Deshalb muss man einfach mal die nächsten Spiele auch abwarten, wie sich das entwickelt. Dann schauen wir mal rein ins Spiel, gucken uns das eine Tor des BVB an, Stefan. Das sah jetzt ganz gut aus, vor allem auch die Gier, dieses Ding dann zu machen, oder was überzeugt dich da? Ja, auch dran zu bleiben, ne? In den Zweikämpfen eben nicht zurückzugehen, sondern vorwärts zu verteidigen, und deswegen kommen sie in diese Position. Moukoko, okay, das war jetzt so ein Ball, er hat jetzt nicht gesehen, dass hinten lang einer steht, aber er wusste, irgendwas kann da passieren, und ich mache den Ball heiß, das hat er getan. Hier sieht man, sie verteidigen wirklich aggressiv in dem Vorwärtsgang. Na, und dann rücken sie auch direkt alle nach, sind viele 5 Leute in der Box. Das ist natürlich dann so ein bisschen glücklich, aber sie wollten das Tor. Und ich glaube, diese Gier hat man auch gesehen. Und nachher hat man in dem Spiel auch gesehen, dass sie auf jeden Fall kein Gegentor bekommen wollen. Das ist auch eine Qualität, die sie im letzten Jahr, wie gesagt, nicht so hatten. Ja. Also ist jetzt kein Tor des Monats, aber... Nicht unbedingt, nee. Tor ist ein Tor. Das Absolut. Tor von Marco Reus, glaube ich, aus der kürzesten Distanz, was er jemals geschossen hat. Ja, aber ganz entscheidend finde ich auch, wie du das gesagt hast, der Zweikampf von Bellingham, dass er da so nachsetzt, hat für mich 50%. Ja, und sofort nachschieben, dieses Aggressive, dran zu bleiben und sofort in den Vorwärtsgang zu gehen, das war im Endeffekt das Entscheidende für das Tor. Schau nochmal auf die Szene, als sich Adeyemi verletzt durch den Zweikampf. Ich glaube, das war Hinkapier, der da ihn fault. Man hatte sogar noch ein bisschen drüber diskutiert, auch oben auf der Pressetribüne, ob man vielleicht sogar rot geben kann, weil er da mit dem gestreckten Bein vorgeht. Aber dadurch, dass er seitlich reingeht, ist da, glaube ich, es gab auch die gelbe Karte. Dass er die Diskussion schon hatte, das ist eine Frechheit normalerweise für eine rote Karte. Ne? Ja? Das ist ein ganz normaler Zweikampf, der passiert, wo der Ball noch ein bisschen mit dabei ist und wo unglücklich der Fuß eben in die Klammer kommt. Ja? Wie oft haben wir das im Training gehabt? Deswegen, aber gelb ist ja okay. Ja, meine ich ja. Aber dass überhaupt eine Diskussion entsteht, das zeigt mir schon wieder, puh. Ja, diskutiert über andere Dinge. Presseschelte jetzt, oder? Absolut. Weil die im Keller machen sie mich auch so dann. Die gucken sich auch 10-mal an. Ja? Und dann kann es auch mal passieren, dass der eine sagt, könnte vielleicht doch rot sein. Ne? Nein, okay. Nie im Leben rot. Ganz nein, weg von rot. Aber eine blöde Situation für den jungen BVB-Stürmer, der sich da eben verletzt hat. Jana hat noch mal geguckt, ob es da Neuigkeiten gibt, ob es jetzt eine Diagnose gibt und eine mögliche Länge, auch eine Zeitspanne, die ja ausfallen wird. Jana, bitte. Verrate ich dir sofort, aber wenn bitte. Freddy die Presseschelte gibt, dann mache ich hier die Phrasenschwein-Schelte. Ich glaube, Stefan Thors Tor ist 1 Pfund, Spiel dauert 90 Minuten, oder? Oh, sehr aufmerksam, Frau Wosnica, danke schön. Stefan, komm. Das kriege ich nächste Woche beim Applaus zurück. Wirf dir den Fede-Handschuh hin jetzt. Jetzt aber zu Karim Adeyemi. Er hat sich selbst auf Twitter heute zu Wort gemeldet. Hat gesagt, ich sehe und lese alles, was an Genesungswünschen reinkommt. Ich werde schnell zurückkommen mit diesem kleinen Video. Dazu hat er gesagt, hoffentlich ist es nichts Schlimmes und ich kann nächste Woche wieder starten. Patrick hat mir verraten, er hat schon Hoffnung fürs nächste Bundesligaspiel. Da setzen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Es wird wohl was mit der Kapsel oder der Sehne sein, das hat er zumindest selbst gesagt. Und am Sonntag, sprich heute, wird der C
gerünscht. Also genaue Ausfallzeit gibt es noch nicht, aber es wird nicht Monate dauern. Das können wir, glaube ich, festhalten. Dann noch zu einem anderen BVB-Spieler. Der spielt sportlich jetzt vielleicht nicht gerade die große Rolle, aber dafür umso mehr neben dem Platz. Es geht um Nico Schulz. Hier soll seine Ex-Freundin ja eine Strafanzeige gegen ihn eingereicht haben, wegen häuslicher Gewalt. Heute Morgen hat sich der BVB-Präsident Raubal bei den Kollegen von der Bild dazu geäußert und hat gesagt, dass er das selbst heute erst beim Frühstück gelesen hat. Er hatte noch keine Gelegenheit, mit dem Spieler zu sprechen. Das muss natürlich unbedingt gemacht werden. Man muss sich dem Hintergrund annehmen und dem Spieler die Gelegenheit geben, sich zu erklären. Also das die neuesten Informationen dazu, können Sie natürlich auch alles nachlesen auf sport1.de. Ich wollte das gar nicht juristisch bewerten und großartig eingehen, aber es macht was mit einem Verein, wenn dann solche Schlagzeilen auftauchen? Ja, total. Also es ist natürlich fürchterlich, was man da sieht, gelesen hat. Weiterhin ist es natürlich so, dass die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, der Verein hat arbeitsrechtlich jetzt aktuell auch nicht die Möglichkeiten, irgendetwas zu tun, solange er das noch bestreitet, was, glaube ich, aktuell der Fall ist. Aber natürlich macht das was mit einem Verein. War ja gestern sowieso ein verrückter Tag. Die Geschichte, dann gab es noch einen Polizeieinsatz drumherum. Aber klar, das macht was mit dem Verein. Jetzt muss man einfach in den nächsten Tagen schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Freddy, wie kann man sowas handeln, also als Verein? Wie kann man versuchen, den Spieler zu schützen, dem Ganzen irgendwie, sagen wir mal, da Ruhe reinzubringen für den BVB ganz generell? Also jetzt mal unabhängig davon. Den Spieler zu schützen, wird gar nicht so einfach sein, weil jetzt wird natürlich die Lawine losrollen und jeder wird versuchen, natürlich gerade journalistisch natürlich auch, alle Hintergründe rauszubekommen, das ist klar. Aber als Verein kannst du nur eins machen. Du kannst jetzt, wenn Reinhard Raubal das heute erst erfahren hat oder auch gelesen hat, ich auch zum Beispiel heute Morgen erst gelesen, dann hat er schon das Richtige gesagt, er wird sich mit dem Jungen zusammensetzen. Ja? Und da ist sicherlich Aki Watzke, Sebastian Kehl dabei. Und sie werden ja auch ihn anhören und wollen einfach mal die Hintergründe wissen. Ist das so gewesen? Was ist genau vorgefallen? Und dann kann man doch, und das sollte im geschlossenen, im ruhigen Raum passieren. Und dann wird man ja schon wieder lesen können, was da rausgekommen ist oder nicht. Deswegen kann man über eine Schlagzeile, die jetzt halt dann passiert ist, kann man jetzt wenig sagen, öffentlich, finde ich. Ja. Und sollten wir uns auch gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Nein, ist ein schwebendes Verfahren und demzufolge halten wir uns da zurück. Aber natürlich ist es ein Thema, was heute eben aufkommt und deswegen auch hier im Doppelpass ein Thema. Wir machen gleich weiter mit diesem Spiel, mit dem BVB gegen Leverkusen. Gucken ein bisschen auf die Leverkusener, natürlich auch vor allem auf den BVB noch. Wir haben ja schon mitgekriegt, Allaire wird wahrscheinlich durch Modest ersetzt, aber ist nicht der einzige Fall durch eine Tumorerkrankung. Und Heiko Herrlich hat ja selber das mal schmerzhaft erleben müssen, was das bedeutet, wenn man eine solche schwere Erkrankung hat. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Und Sie können bei uns natürlich auch in dieser Saison immer was gewinnen, und zwar 50.000 Euro. Lohnt sich also mitzumachen, und gleich geht's weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie dabei sind bei uns in der Runde. Heiko Herrlich, Freddy Bobic heute zu Gast. Und wir waren beim Spiel BVB gegen Leverkusen. Da gab es noch eine kuriose Szene. Rote Karte gegen Radetzky. Gucken mal drauf, Stefan. Ja. Jetzt. Ja, ich schaue auch da. Ja, und jetzt nimmt er den Ball in die Hand. Ja, würde ich mal sagen, dumm gelaufen, ne? Es war natürlich eine rote Karte, weil er außerhalb des Strafraums ist. Deswegen Verhinderung einer klaren Torchance ist natürlich Millimeter oder Zentimeter. Was ich mir hier wünsche in diesem Fall, Felix Brüch war ja Schiedsrichter, hat ja sehr positiv über Radetzky gesprochen. Ja. Tadelloser Sportsmann. Das normalerweise rote Karte, reden wir immer von 2 Wochen plus aufwärts. Sperre. Genau, Sperre. Ja. Und ich hoffe, dass hier nur ein Spielsperre kommt, weil... Freddy schüttelt schon den Kopf. Nee? Ja, ist meine persönliche Meinung. Also, ich sage ja nur, Ich bin aber komplett bei dir. Dass Einspielsperre für sowas reicht, weil er eben auch ein tadelsloser Sportsmann ist. Aber du glaubst es nicht. Aber er musste die rote Karte zeigen. 2, 3 Spiele geben. Gut, bei den Elfmeter ist es so, ich weiß jetzt beim Freistoß auch nicht 1000-prozentig, aber ich glaube, wenn der Ball dann danach die Anschlussaktion auch nicht erfolgreich war, dann gibt es automatisch 2 Spiele. Ja, ich hoffe nicht.
Aber, ich hoffe es auch nicht. Aber also, was natürlich schon interessant war, Lukas Radetzky, du hast gesagt, tadelloser Sportsmann, hat sich hinterher auch geäußert und ist offensichtlich nicht wirklich regelfest. Hör mal kurz rein. Ja, eine der kurioseren wahrscheinlich. Aber von mir aus stand ich drinnen und Kameras haben andere Meinung gehabt. Und dann die Regelung steht dann so fest, dass ich da rote Karte bekomme. Und ja, ob das dann die richtige Regelung ist, weiß ich nicht. Aber ja, dann muss ich das akzeptieren. Ja, es geht hier um die Verhinderung einer klaren Torchance. Es war eine 1-zu-1-Situation. Reus war alleine durch und dann nimmt ihm der Lukas Radetzky den Ball mit den Händen außerhalb des Strafraums, eigentlich vom Kopf oder vom Fuß. Und dann wird der Torwart behandelt wie ein Feldspieler. Ja? Wenn er außerhalb des Strafraums eben ein Vergehen macht, sei es mit Foul oder mit Hand, und dadurch eine klare Torchance verhindert, so wie es heute der Fall war, dann muss ich die rote Karte geben. Das heißt, Ermessensspielraum haben Sie in der Situation gar nicht? Also in dem Fall nicht, weil einfach Reus so nahe dran war. Ja? Wenn der Reus 5 Meter weg gewesen wäre, dann wäre es auch keine klare Torchance gewesen. Und das Entscheidende, wir können die Szene ja gleich nochmal einspielen, Freddy, ist nicht, wo der Radetzky steht. Ich glaube, da hat er auch drauf geachtet, dass er nicht außerhalb vom 16er steht. Aber die Hände sind halt außerhalb und demzufolge... Da waren wir uns aber auch nicht sicher in der Vergangenheit so manchmal, ob das dann, ne? Weil da kann ja auch rauskommen und der haut mit der Faust weg und dann ist er vielleicht einen halben Zentimeter drüber oder wie auch immer. So sicher waren wir, also ich glaube, dass die meisten Torhüter sich sicherer waren, wenn sie wirklich im Strafraum stehen und dann noch Hand raus. Also es ist ganz interessant. Also ich wusste, im Basketball wäre es ja, glaube ich, so, ne? Im Basketball wäre es zum Beispiel so, im Handball wäre es so, ja, etc. Ja. Also es ist ganz interessant. Ja, also man lernt immer wieder was dazu, ja, beim Regelwerk. Aber Felix Brücker hat es auch super erklärt, muss ich sagen. Der Torwart, wenn er weiß, also gerade bei Hochstehenden, wenn du hoch verteidigst und der Torwart aufrückt, ist ja immer das Risiko, dass eine Kontersituation ist und dass er rauskommt und außerhalb von seinem 16er ist. Und dann ist es immer schwierig, wenn du als Stürmer den Ball vorbeilegst, halb hoch, und der berührt ihn mit der Hand, ist immer klar, dass er eine rote Karte bekommt, weil in dem Moment ist es immer eine Torschance. Deshalb war es eigentlich klar, dass er dich bekommt. Ich finde sogar anders noch. Also der 16er ist dein Arbeitsbereich. Ja. Du bist Profi-Torhüter. Ja. Musst du doch wissen, was du darfst und was du nicht darfst, und nicht sagen, ich habe geglaubt, oder beim Basketball ist es eh anders und beim Handball oder so. Also aber sind wir doch mal ehrlich, wenn es den Videobeweis nicht geben würde, dann wäre es da weitergegangen, ganz normal. Ja. Endlich mal richtig eingesetzt, da freue ich mich auch mal drüber. Ja, und der Linienrichter könnte es auch sehen. Es muss ja auf Ballhöhe sein. Der hätte es aber nicht gesehen, 100%. Aber jetzt nochmal trotzdem. Weißt du, wie oft das schon mal war? Großer Freund vom Videobeweis. Ihr kriegt doch es gibt doch jedes Jahr Schulungen. Und die, aber doch nicht zu so einem Thema. Das gab es das erste Mal in... Ich habe das erste Mal überhaupt gesehen. Überhaupt. Ja, genau. Ich auch. Also ist es nicht schlimm, dass der Torwart das nicht darf. Nein, willst du alle Regeln wissen im Fußball? Ja, dann viel Spaß. Ja, aber Florian, wenn er, und das weiß er natürlich heute auch, er braucht ja nur die 2 Schritte vorgehen und mit dem Kopf das klären, ne, dann geht ja auch kein Stürmer hin. Also ein Stürmer geht ja nicht in den Zweikampf. Das ist ziemlich nah, wenn der auch hingeht. Also ich wäre hingegangen als Stürmer. Wenn der dann auch rausgeht, also mit dem Kopf, ja klar. Ja, aber also wenn du da voll drauf stürmst, natürlich ist es viel bequemer, den mit der Hand zu nehmen. Ich glaube, er wusste schon, das ist eine knappe Kiste. Aber wenn du voll drauf zustürmst als Stürmer und der mit dem Kopf raus muss, dann knallt's. Ne? Ja. Also okay, jetzt breche ich das mal zu deiner Zeit. Oliver Kahn wäre jetzt rausgekommen. Oder durchgelaufen. Wärst du auch mit dem Kopf klar? Also glaubst, jetzt mal ernsthaft, glaubst du, dass von den 18 Torhütern in der Bundesliga, die gestern auf dem Feld standen, dass da keiner diese Regel kannte? Also ich bin da tatsächlich eher auch bei dir, Flo. Also du hast jetzt als Torwart... Also eurer weiß es offensichtlich nicht in Berlin. Also als Torwart, das ist dein Arbeitsbereich. Müsste ich in Frage jetzt. Ja. Du musst die Regel, glaube ich, also du musst die Regel beherrschen und kennen. Und ich kann mir das am Ende wirklich nicht vorstellen, dass er davon nicht Kenntnis hatte, weil Aber ich kannte die auch als Stürmer, weil ich wusste, wenn der rauskommt und ich vorbeigehe, ich musste nur ein bisschen an, der darf seine Hände nicht mehr benutzen. Also wenn du kanntest die? Ja, klar. Das ist der. Du warst kein Torhüter. Ich sag mal, ja, wenn der den mit der Hand berührt, außerhalb vom 16er, dann geht er runter. 17 Torhüter kennen Sie und Radetzky seit gestern. Jetzt kennen sie alle, ja, das ist richtig. Also auf jeden Fall eine kuriose Geschichte. Und dann ging Tapsoba ins Tor. Gab es auch noch eine kleine Diskussion, ob Diaby vielleicht, der ist noch ein Kopf kürzer und so weiter. Und dann Freistoß, Stefan, von Marco Reus. Ich habe gesagt, bring ihn einfach aufs Tor, dann ist er drin. Das hast du richtig gesagt. Oder? Ja, du brauchst ihn nur aufs Tor. Aber warum muss er den dann so versuchen, da oben reinzuschnibbeln? Also ich meine, oder? Wollte auf Zeit spielen.
Also, okay. Der war nicht schlecht. Der war gut. Also gut, damit haben wir die aktuellen Szenen aus diesem Spiel mal abgehakt. Radetzky hat was dazugelernt. Wir auch in der Runde, viele zu Hause wahrscheinlich auch. Aber das große Thema, wir hatten es ja vorhin schon, Modest kommt, Allaire ist länger raus, steht eine Chemotherapie jetzt an. Und er ist kein Einzelfall in der Bundesliga. Und Jana hat da auch die letzten Bilder sowohl von Union als auch von Hertha, da sind ja auch zwei Spieler betroffen in der letzten Zeit, und leitet dieses Thema ein. Jana. Ja, tatsächlich, Flo, sind es ja drei Spieler an der Zahl allein zur aktuellen Zeit, die betroffen sind. Du sprichst es an. Wir fangen an mit Marco Richter, ja, ein Spieler von Freddy Bobic bei der Hertha, der ja jetzt zuletzt zurückgekehrt auf den Trainingsplatz. Das nur nach 3 Wochen nach seiner Diagnose, auch der Krebserkrankung. Bei ihm reichte eine Operation aus, keine Chemotherapie, deswegen auch diese relativ kurze Genesungsdauer und die Rückkehr auf den Platz. Zweiter Fall war dann Timo Baumgartl, auch er jüngst zurückgekehrt auf den Rasen. Bei ihm aber anders als bei Marco Richter reichte eine Operation nicht aus. Er musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Bei ihm die Ausfalldauer jetzt insgesamt 3 Monate. Schön, ihn auf jeden Fall wieder zurück auf dem Rasen zu sehen. Tolle Bilder, die wir da auf Twitter vom Club, vom 1. FC Union Berlin gefunden haben. Jetzt muss man sagen, der Austausch zwischen den Spielern, der findet statt. Also Timo Baumgartl hat auch ganz offen gesagt, er hat schon mit Sebastian Allaire gesprochen, denn auch bei ihm wird eine Operation nicht ausreichen. Auch er muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Und Austausch ist auch genau unser Stichwort, denn tatsächlich haben wir mit Heiko Herrlich heute ja auch jemanden in unserer Runde, der zu seiner aktiven Zeit ja diese Diagnose Krebserkrankung bekommen hat und uns berichten kann, was das mit einem als Spieler und auch vor allem als Mensch macht. Und das wollen wir jetzt tun, Heiko. Ja, wir können die Krankengeschichte der Einzelfälle nicht vergleichen. Bei dir war es ein Tumor, der im Hirn saß, an einer Stelle, die nicht operabel war. Wie hat dich damals diese Nachricht erreicht und was hat das im ersten Moment und dann vielleicht auch in der Folge mit dir gemacht? Ja, also die Situation war so, dass du weißt in dem Moment, wenn so eine Diagnose kommt, man weiß zwar heute, Hodentumore oder Hodenkrebs ist sehr gut behandelbar, da hat man eine gute Prognose, aber du weißt in dem Moment, es ist eine lebensbedrohliche Situation. Das ist bei den Spielern jetzt genauso. Also selbst wenn du gute Prognosen hast, ist die Situation so, es ist lebensbedrohend. Und die Situation war natürlich bei mir damals auch von Anfang an klar, dass es nicht operabel ist. Das hat es natürlich zusätzlich erschwert. In dem Moment, wenn du weißt, was los ist, da geht es dir nicht mehr um, was ist jetzt am nächsten Samstag. Es geht nicht mehr um Spiele gewinnen oder sonst irgendwas. Meine Ex-Frau war damals im 3. Monat schwanger. Es geht eigentlich nur noch darum, wie komme ich aus dieser Nummer noch mal raus? Ne? Und ich habe da sehr viel Unterstützung damals gehabt von unserem Vereinsarzt, Dr. Michael Preuß, vom Verein, von den Fans natürlich auch, die da auch immer gerufen haben, aber das nimmst du dann so nicht wahr. Bei mir ging die Geschichte gut aus, weil ich zwar einen bösartigen Tumor hatte, aber sehr strahlensensibel und durch Bestrahlung war das dann erledigt. Aber in so einer Situation, es ist ja nicht nur der Spieler, es ist jetzt die ganze Familie betroffen. Und in dem Moment, wo du sowas bekommst, ist die Unbekümmertheit für immer weg. Und ich denke jetzt an die Familie, an die Frau, der hat 3 Kinder. Das ist schon eine schwierige Situation. Meine Informationen, die ich mitbekommen habe, man weiß ja nicht, wie viele Zyklen er jetzt da bekommt, aber er wird sich dann in Amsterdam erholen. Ist das natürlich eine ganz schwierige Situation für das Umfeld auch. Ne? Und es macht natürlich was mit einem, ganz klar. Du brauchst da jetzt Unterstützung. Ich denke, dass er die bekommen wird vom Verein. Aber jeder reagiert ja da auch anders. Man kann nur hoffen für die Familie und für ihn, dass er bald wieder gesund zurückkommt. Und alles Weitere ist eigentlich dann nur noch Bonus. Das muss man ganz klar sagen. Ich möchte es jetzt nicht dramatischer machen, wie es ist, aber erstmal ist eine Tumorsituation oder eine Krebserkrankung ist eine lebensbedrohliche Situation. Also toll, dass du da auch so offen drüber sprechen kannst, dass du auch jetzt in dem Fall an Sebastian Allaire gerichtet und an das Umfeld eben klar machst, was das bedeutet. Wir sprechen hier ja oft
drüber, ja, was heißt das dann für den BVB und wen müssen sie dann einkaufen? Jetzt kommt Modest und so weiter. Aber es ist erstmal ein menschliches Drama, was körperlich jetzt erstmal schwierig ist, aber es ist auch wahrscheinlich psychisch schwierig, aus dem Gefühl, ich stehe voll im Saft, ich bin eigentlich in der Blüte meines Lebens, plötzlich so eine Diagnose zu bekommen, wo du dich dann mit ganz anderen Dingen auseinandersetzt plötzlich. Ja, wir Fußballer sind ja schon irgendwo in der Blase drin. Bei mir war das damals im Jahr 2000, Jahr davor, Freddy war da, war ja mein Mitspieler damals. Ich war 95 Torschützenkönig und dann sind wir Meister geworden, Champions League Sieger und dann war so eine Phase, wo es richtig bergab ging und das Jahr davor sind wir fast abgestiegen. Matthias Samon, Udo Lattek haben uns gerettet und ich wollte persönlich, war ich so in einem Tunnel drin und damit beschäftigt, da wieder hinzukommen, wollte zurück in die Nationalmannschaft. Habe aber eigentlich in der Phase, die Diagnose war glaube ich so Mitte November rum, auf einem guten Weg, habe in 10 Spielen 8 Tore geschossen und war eigentlich nur damit beschäftigt, ich will unbedingt dann nochmal in die Nationalmannschaft mit dem Verein Erfolg haben. Sowas wie das Jahr davor will ich nie mehr erleben. Und plötzlich, und es läuft alles und du bist auf einem guten Weg und plötzlich kommt so eine Diagnose. Und du denkst dir, über was hast du dir da Gedanken gemacht? Das sind doch überhaupt keine Probleme, ob du nächste Woche das Spiel gewinnst oder ob der dich nervt oder aufregt. In dem Moment hast du andere Probleme und das ist bei mir eigentlich immer hängen geblieben, dass manche Dinge, die tust du anders einordnen und anders bewerten. Und die erste Reaktion, deine erste Reaktion war ja auch so, ja gut, Tumor im Kopf, mach weg, so ungefähr, schneid raus, ne? Ja, so in etwa, so nach dem Motto, ja. Ich weiß, Doki, anders wie beim Knie auf, reparieren. Ja. Kopf, aber ich habe das schon mal gehört, da geht Kopf auf und Tumor raus und dann gibt es die Chance. Da hat er mich halt darauf aufmerksam gemacht, dass es in einer Region ist, wo man nicht operieren kann. Pinealis Region, da laufen alle Nervenbahnen zusammen. Ich wäre dann wahrscheinlich schwerstbehindert gewesen, wenn man daran gegangen wäre. Und da ging es in dem Moment dann nur noch darum, das Ding darf nicht weiter wachsen, unabhängig, ob es jetzt gut oder bösartig ist. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Und 5-6 Wochen später hat man dann eine Biopsie gemacht und da festgestellt, dass es zwar ein bösartiger, schnell wachsender Tumor ist, aber strahlensensibel, was für mich die Ärzte haben damals gesagt, ja, die Gnade Gottes. Und ich war da sehr dankbar. Und du bist ein sehr gläubiger Mensch, ja. Damals schon gewesen und immer noch. Ja, ich habe damals für mich gedacht, ich habe so ein schönes Leben eigentlich gehabt, konnte es vielleicht nie so richtig wertschätzen, aber danke, lieber Gott, jetzt kommt ein anderer Weg, aber den werde ich halt jetzt mitgehen. Hast du dich mit dem Ende auseinandergesetzt? Natürlich. Ist doch ganz klar, dass du dann weißt, im ersten Moment war natürlich das Ziel, dass ich das Kind noch mal sehe und dass es weitergeht, was ja dann auch alles funktioniert hat. Und ich habe halt dann einfach gedacht, du lebst jetzt vielleicht noch einen Monat, 12 Monate, 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre. Und dann irgendwo bin ich dann dahin gekommen und gesagt, die Zeit, die ich jetzt noch habe, die muss ich einfach nutzen. Und das auch als Chance sehen. Dann habe ich natürlich versucht, im zwischenmenschlichen Bereich, wo ich irgendwo vielleicht Fehler gemacht habe, da aufzuräumen. Und das ist dir gelungen. Schön. Ja, sehr beeindruckend, dich das erzählen zu hören. Jetzt, Freddy, habt ihr einen Spieler, Marco Richter, der auch eine Tumorerkrankung hatte, die operabel war, die keine Bestrahlung oder Chemotherapie nach sich gezogen hat, das medikamentöse Chemotherapie, soweit ich weiß. Wie hast du mit ihm in dieser Phase gearbeitet? Heiko sagt ja, plötzlich sind ganz andere Fragen präsent, als man sie sich sonst stellt als Fußballspieler. Also der Doc hat bei uns angerufen oder bei mir angerufen und mich als erstes informiert darüber und schon eingeschlagen. Das war natürlich schon die erste Frage, ja, wie schlimm ist es dann wirklich? Ist es schon weit vor? Nein, kann man noch nicht wissen. Weiß man erst nach einer OP, wenn die Gewebeproben genommen sind, etc. etc. Ja. Aber das Wichtigste war dann natürlich schnell mit Marco in Kontakt zu kommen. Das habe ich dann auch gleich gemacht. Und auch dann die Gruppe, die ihm die Stärke dann auch gegeben hat, gleich auch ihn aufgefangen hat und dann auch vor allem seine Familie, eine tolle Familie. Ja, und dann sind wir die Dinge durchgegangen, ja, und haben wir es besprochen,
wie man es für ihn am besten machen. Natürlich die komplette Betreuung auch zu bekommen, mit Top-Leuten zu sprechen und dann auch dementsprechend auch die Eingriffe auch dann in Berlin zu machen. Und waren natürlich alle am Ende des Tages total glücklich, dass er mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Ja, kann man vielleicht so sagen, es ist ein bisschen schwer. Es ist erstmal eine OP, die sicherlich nicht angenehm ist. Ja. Aber trotzdem hat er Glück im Unglück gehabt, dass es nicht ausgestrahlt hat. Also dass es sehr früh entdeckt hat und es selber auch irgendwie entdeckt hat, weil er gemerkt hat, bei mir stimmt was nicht. Ja. Und dann zum Arzt, zu der Vorsorgeuntersuchung gegangen ist. Ja. Ja. Also das machen ja viele auch nicht. Ja. Mhm. Auch gerade Fußballer, und da bin ich komplett bei Heiko, die denken, ja gut, das bis hier ist irgendwas, aber wen interessiert es ungefähr. Ne? Ja. Und man macht keine Vorsorge oder eine Extrauntersuchung. Er hat das gemacht, also vorbildlich muss man sagen, auch von selbst aus, vom eigenen Antrieb, wollte nachschauen lassen und das ist dabei rausgekommen. Also auch das für die Zukunft, auch für viele Spieler auch sehr wichtig, die vielleicht das eine oder andere vielleicht haben oder spüren und über ihren Schatten springen und nicht zu sagen als Macho, ja, ich gehe da drüber weg und es ist mir egal, sondern einfach, geh mal zum Arzt, ja? Ja. Und mach vielleicht auch mal so eine Untersuchung, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber hier ging es natürlich wirklich sehr gut aus und die Unterstützung hat ihm auch geholfen. Und wir haben auch den Freiraum ihm gegeben, auch wann er jetzt zurückkommt. Das liegt komplett bei ihm. Aber Glück im Unglück in der Hinsicht, dass er jetzt eigentlich sehr schnell wieder ins Training einsteigen konnte. Das wollte er auch, so schnell wie möglich. Aber wir haben ihn erstmal bei seiner Familie gelassen in Augsburg, wo er sich dann wirklich auch erholt hat, im Kreise seiner Liebsten im Endeffekt. Aber er ist jetzt wieder zurück im Training und wie lange? Noch nicht im Mannschaftstraining, aber wir haben gesagt, wir geben keinen Zeitraum vor. Und ihm auch wenn er sich bereit fühlt fürs Mannschaftstraining, wird er gleich wieder eingegliedert. Das ist, da nehmen wir Rücksicht auf ihn, weil ganz ehrlich, keiner hat die Erfahrung jetzt gemacht, sondern das spielt auch psychisch eine wichtige Rolle auch, oder eine spezielle Rolle. Ja. Ist ja nicht nur einfach die OP, sondern auch, was sich im Kopf abspielt, was sich beim Menschen, und ich glaube, Heiko hat das jetzt gerade auch in komplett sauber auch dargestellt, dass auch das mit Menschen, was mit, im Kopf auch natürlich auch macht, wo du dann versuchst, damit auch klarzukommen, auch für die Zukunft dann auch. Jana hat es ja gerade auch gesagt, die drei, also Sebastian Allaire, aber vorher schon Timo Baumgartl und eben Marco Richter, haben sich ja auch irgendwie mehrfach geschrieben, miteinander Kontakt gehabt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man mit Menschen spricht, die das nachvollziehen können. Und Timo Baumgartl hat ein Interview gegeben beim SWR, glaube ich, war das, wo er auch gesagt hat, das war auch wichtig, einfach mal zu weinen, auch stundenlang zu weinen und Gefühle zuzulassen. Also da steht es, also als wir die Diagnose kamen, tat das gemeinsame Weinen gut. Der Hund wird dann ruhiger, legt sich einfach nur dazu, schmust sich an. Das sind Momente, in denen es wichtig ist, Gefühle zu zeigen. Ich glaube, das, Heiko, kannst du nachfühlen, dass das eine wichtige Komponente ist, dass man auch einfach dann das mal zulässt, dass man traurig ist, dass man down ist. Natürlich, wir Profis sind ja immer so viel Fassade, ne? Und ja, innen drin sind wir ja trotzdem Menschen. Und nach außen werden wir immer beurteilt, nur nach Leistung. Und das ist natürlich eine Situation, wo du völlig mit überfordert bist. Und natürlich hat man da auch viel geweint. Ich kann mich damals erinnern, am Tag drauf, als die Mannschaft dann informiert wurde, hat der Christian Nährlinger mir nach Hause das Buch von dem Lance Armstrong gebracht. Und das habe ich natürlich verschlungen, weil ich natürlich wissen wollte, wie ging es anderen. Ich hatte jetzt damals keinen Austausch zu irgendjemand anders, weil es ja keiner hatte, Gott sei Dank. Ja. Und das hat mir unheimlich viel gegeben, da einfach zu wissen, Erfahrungen von anderen Menschen. Aber ganz klar musst du dann auch mal weinen das rauslassen. Aber du hast dann auch, hat natürlich ein bisschen gedauert, bis du wieder zurückkamst, aber dann auch unheimlich viel positive Resonanz bekommen, glaube ich. Also das ist ja auch was Besonderes. Dein erstes Spiel war dann BVB Schalke. Genau. Und da haben nicht nur die Schwarz-Gelben, sondern auch die Blau-Weißen für dich applaudiert. Und ich glaube, das muss man auch sagen, du hast es geschafft. Und das muss man auch den Betroffenen jetzt sagen. Es ist halt möglich, es wieder rauszuschaffen, auch nach so einer schweren Erkrankung. Ne? Ja, das war dann wirklich gut. Ich konnte dann nie mehr die Leistung so bringen wie davor. Ja. Aber es war eigentlich wirklich immer sehr positiv in jedem Stadion, wo ich dann kam. Die Leute dann immer sehr positiv auf mich reagiert. Das ist eigentlich heute auch immer noch so, wenn ich mit Vereinen irgendwo unterwegs war.
das außer bei einem Verein. Aber trotzdem war das sehr angenehm. Ich bekomme auch immer noch Zuschriften, zwei, dreimal im Jahr, wo halt Leute ähnliche Diagnosen bekommen. Und ich mache mir dann auch wirklich die Mühe und rufe die zurück oder spreche mit denen. Ich bin ja nur Laienmediziner, ich kann denen ja nicht wirklich helfen, aber ich höre mir das zumindest an und sage denen, wie es mir war und wünsche denen alles Gute dann. Und das tut denen manchmal dann auch gut und die freuen sich dann. Auf jeden Fall. Ja, also wir sind, man merkt es ja auch so ein bisschen in der Runde, ist ein Thema, was einfach nicht so sich so leicht behandeln lässt, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber reden. Und die Frage, die ich mir schon stelle, es ist ja jetzt eine gewisse Häufung, das kann ein Zufall sein, ja, dass wir drei Spieler haben in den 20ern, die mit so einer Hodentumorerkrankung eben betroffen sind. Müsste man da von Fußballvereinsseite vielleicht einfach noch ein bisschen mehr auch die Voruntersuchungen, die Vorsorge, die Früherkennung irgendwie hochfahren, wenn man sieht, Mensch, das ist was offensichtlich, also für den Normalbürger wird es ja erst ab 45 geraten, mal zur Vorsorge zu gehen. Macht vielleicht doch Sinn, das einfach proaktiv ein bisschen früher zu machen. Euer Spieler hat es ja dann gemacht, als er gemerkt hat, er hat da irgendwie ein Unwohlsein oder ein komisches Gefühl. Ja, wir als Vereine, die Kontrollen sind schon sehr umfangreich, muss man ganz klar sagen, auch die wir machen, auch mit den Spielern in vielerlei Bereichen. Aber das ist sicherlich etwas, was wir jetzt auch schon bei uns in Berlin auch mal besprochen haben. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ja, Sinn macht alles, was Vorsorge. Wir haben natürlich nicht gewusst, als Laie auch nicht gewusst, dass es gerade bei Fußballern jetzt natürlich in der Häufigkeit jetzt in kurzer Zeit jetzt so vorgekommen ist. Und da wirst du natürlich sensibilisiert dazu. Dementsprechend werden wir überlegen, ob das dann auch Sinn macht, auch für alle. Ja, weil diese Erkrankung, ja, den Tumor, gibt es ja sicherlich sehr, sehr oft, ja, auch in der Gesellschaft. Ja. Ja. Der Fußball hat aber den Vorteil, dass man darauf aufmerksam machen kann, auch zur Vorsorge zu gehen, auch als junger Mann. Ja, und ich glaube, dem sollte man gerecht werden. Deswegen ist es wichtig, damit auch offen umzugehen. Ja, und wir werden als Verein sicherlich überlegen, ob man das intensivieren noch. Ja. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass das dieses Jahr wirklich Zufall ist in der Häufigkeit, dass das auftritt. Wichtiger ist halt, was Freddy vorher gesagt hat, dass wenn ein Spieler merkt, irgendwas stimmt nicht, dass man sich wirklich nicht scheut und trotzdem zum Vereinsarzt geht und sagt, pass auf, hier zwickt oder da, ist das in Ordnung. In den Vereinen, wo ich immer war, haben wir natürlich eine sehr große Diagnostik in Leverkusen auch immer die Zähne kontrolliert, weil da viele Muskelverletzungen waren. Und als Thomas Radetzky damals zu uns kam, war ja auch eine Geschichte, wo er dann wochenlang ausgefallen ist, aber bis zum ersten Spieltag, weil eine OP anstand, dann weil wirklich eine komplizierte Geschichte mit den Zähnen war. Aber du schaffst das nicht, alles auszuschließen oder alles zu untersuchen, das ist eigentlich fast unmöglich. Aber trotzdem ist, glaube ich, eine gewisse Sensibilität jetzt entstanden durch diese Häufung, die du sagst, die zufällig ist. Aber wird man seine Lehren daraus ziehen. Wir haben ja gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Rückhalt zu haben aus der Familie, aus dem Umfeld, aber eben auch aus dem Verein. Patrick, du bist relativ nah dran beim BVB. Sebastian war jetzt noch nicht lang dabei. Trotzdem haben alle gesagt, Mensch, der war schon so als Typ so wichtig in der Kabine, der hat so eine Einstellung reingebracht. Was hilft oder versucht die Gruppe zu helfen, ihm, um durch diese schwere Zeit zu kommen? Ja, also der Verein steht komplett hinter ihm. Wir haben ja auch dann, als diese Diagnose kam, waren wir im Trainingslager in der Schweiz. Das hat auch mit uns Journalisten natürlich, das war ein wahnsinniger Schock. Von einem auf den anderen Moment haben wir uns auch irgendwie Gedanken über ihn, über andere gemacht. Und das war wirklich ein richtiger Dämpfer. Und ganz, ganz schlimm. Sebastian Haller ist ein, zwei Tage vorher im Trainingslager gut gelaunt noch durch die Gegend gelaufen, ist ja ein sehr, sehr positiver Mensch, was mir auch das Gefühl gibt, dass er, glaube ich, sehr gut auch durch den Rückhalt, den er hat, durch die tolle Familie, durch diese ganze Geschichte kommt, ist im Trainingslager mit einem Ghetto-Blaster rumgelaufen, hat laut Musik gehört. Also der ist einfach ein positiver Typ und das macht mir halt Hoffnung, dass das Ganze natürlich dann, gut vonstatten geht, aber die Mannschaft hat dann sofort auch natürlich das Trikot hochgehalten, ist dauerhaft mit ihm in Kontakt, also das ist natürlich auch für ihn wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, natürlich ist es schwierig, auch für uns, jetzt dann sofort wieder sportlich, wie geht's weiter,
das sind auch Fragen, wo wir gedacht haben, eigentlich verbietet sich das, aber irgendwie müssen wir natürlich auch mit der Geschichte weitergehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass er weiß, es kommt jetzt bald ein Nachfolger. Ich habe nicht diesen Druck vielleicht, diesen emotionalen Stress. Ich muss zurückkommen. Ich war mit der teuerste Einkauf überhaupt des BVB. Mhm. Ich glaube, das wird ihm auch, so komisch das vielleicht gerade klingt, aber erstmal auch wahrscheinlich ein Stück weit helfen, auch wenn es vielleicht nur ein ganz kleines bisschen ist. Aber das ist ein wichtiger Punkt, ne? Gerade in der Situation jetzt den Kontakt auch weiter zu ihm zu halten. Du holst ja wen Neues, das kann natürlich von außen schnell auch schwierig aussehen. Aber jetzt zu kommunizieren, warum man das macht, dass man das machen muss, dass es in der Situation wichtig ist, mhm, und trotzdem ihm zu zeigen, wir zählen drauf, dass du schnellstmöglich zurückkommst. Das ist, glaube ich, super, super wichtig in der Situation. Ja, schnellstmöglich muss man aufpassen mit dem Wort, ne? Also er wird zurückkommen, wenn er, mhm, wieder bereit ist. Und ich habe Marco Rus in Frankfurt gehabt, ja? Mhm. Und da hat es, ja, ein Jahr lang gedauert, ja, und vor allem, was es mit Menschen auch gemacht hat und wie kommst du auch wieder zurück, ja? Kommst du wieder so zurück, wie du es dir vorher na, es macht mit einem was und da habe ich es hautnah erleben dürfen und dass diese, und das wurde ja schon ein bisschen vergessen, ne? Diese, dass es auch diese Schwanken selber bei einem, mhm, bei einem bewirkt, mal gut drauf, mal schlecht drauf und was eine Chemo bewirkt und da hat man es, bei Marco hat man es richtig miterleben können, ja? Will ich nicht mehr miterleben, sowas am liebsten, ja, aber ich habe es miterleben können. Und da weiß man, dass dieser Weg, die Frage wird sein, wie lang dieser Weg ist, ja, dann darf man gar nicht von irgendwie, wann bist du wieder zurück, sondern werd gesund. Das ist das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Part hier im Stahlwerk Doppelpass. Heiko, vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Finde ich nicht selbstverständlich. Und wir wünschen von Herzen allen drei Betroffenen, die an unterschiedlichen Punkten dieses Weges der Genesung sind, alles erdenklich Gute hier aus der Runde und machen gleich weiter. Und so ist es im Fußball. Da gibt es mal ein bisschen ruhigere, mal nachdenklichere Phasen. Und es gibt eben auch das Spektakel und der erste Bundesligaspieltag hat es echt in sich. Da gucken wir drauf. Da waren viele tolle Sachen dabei. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier bei uns aus München. Bis gleich. Begleiten uns wie immer musikalisch. Wir haben schon eine Menge besprochen hier in der Sendung. Wir waren beim Topspiel, beim BVB. Diesen emotionalen Part auch gerade gehabt, wo wir über die Erkrankungen der Spieler gesprochen haben. Du hast uns deine Exklusivmeldung mitgebracht, dass Modest wahrscheinlich erstmal der Ersatz wird für Sebastian Haller. Aber da kommen wir jetzt zu einem frohen Thema, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wir kommen nämlich zur Hertha. Freddy, zum Hauptstadt-Derby gestern, wir haben es vorhin auch schon gesagt, vierte Mal in Folge gegen Union verloren. Es hat sich viel getan bei der Hertha im Sommer bisher, es wird sich auch noch eine Menge tun. Aber ein guter Einstand in dieses neue Fußballjahr war es nicht. Neue Saison, neuer Trainer, neuer Präsident, alte Leiden. Zwei Spiele, zwei Stimmungskiller. Aus im Pokal beim Zweitligisten. Doch statt Wiedergutmachung wird die Hertha im Berliner Stadtderby deklassiert. Und die Gesichter der Verantwortlichen erstarren schon am ersten Spieltag. Die Aufbruchstimmung der Hertha ist bereits nach einer Woche verflogen. Und Hoffnungsträger Schwarz erlebt nicht nur, dass die Hackordnung in der Hauptstadt unverändert bleibt, sondern auch, dass die Hertha genauso schlecht verteidigt wie in der letzten Saison. In dieser letzten Spielzeit hat Felix Magath die Hertha mit Ach und Krach in der Liga gehalten und den Zustand des Clubs scharf kritisiert. Es gab kein größtes Problem, es gab nur Probleme. Eine Analyse, die der neue Präsident wenige Wochen später sogar bestätigt. Die letzten Jahre waren durchaus von Unprofessionalität und Chaos geprägt. Freddy Bobic hat das Chaos der Hertha nicht eingeleitet und auch nicht das Geld des Investors verbraten, das waren andere. Aber er hat vier Trainerpersonalien entschieden, drei Transferperioden verantwortet und den Abwärtstrend bis jetzt nicht gestoppt. Viele sagen, dass der Manager in dieser Saison liefern muss. Wir fragen daher:
wann gibt es bei der Hertha endlich sichtbare Fortschritte? Herr Bobic. Wann gibt es sie? Also wann gibt es die sichtbaren Fortschritte? Die gibt es ja wahrscheinlich für euch in der internen Betrachtung schon. Wenn wir jetzt einfach nur die Ergebnisse nehmen, Pokal aus, Derby verloren, ja, dann macht das nicht viel Hoffnung erstmal. Das ist natürlich erstmal ganz klar, wenn man die Ergebnisse sieht, ist es natürlich schwierig zu sagen, jetzt, oh, da wächst jetzt was ganz Großes. Aber wir haben in der internen Betrachtung, das ist komplett richtig. Und da mussten wir schon sehr viele Sachen jetzt auch tun im Sommer. Sind sehr viele Spieler von uns gegangen, aktuell 15, ja, und sind nicht so viele dazugekommen. Das bedeutet natürlich auch, man weiß, das wird Zeit brauchen. Es wird Zeit brauchen in einer Bundesliga-Saison, wenn du reinkommst, hast du nicht viel Zeit, ja, weil alles schaut nur auf die Ergebnisse. Wichtig sind die Entwicklungen in der Mannschaft und da kann ich nur sagen, dass wir im Sommer eine sehr, sehr gute Ruhe gehabt haben, auch an den ganzen Abläufen, wie wir gearbeitet haben, wie die Mannschaft auch gearbeitet hat, die sehr groß war zwischendrin, jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, aber noch nicht klein genug, dass man sie so eine Wagenburg-Mentalität auch aufbaut. Spieler, die halt Entwicklungspotenzial haben, die sie jetzt dann nutzen müssen, um Energie in diese Truppe reinzubekommen, die wir brauchen, natürlich dementsprechend auch bessere Ergebnisse zu liefern. Wir sind sicher, dass es eine Frage der Zeit ist, dass es kommen wird. Das sind ja keine Durchhalteparolen oder wie auch immer. Es ist der erste Spieltag gewesen. Das war ernüchternd gestern, muss man klar sagen, diese Niederlage, weil sie ja, selber ein bisschen auch verschuldet war, weil wir nicht diese Kompromisslosigkeit, die Union gehabt hat, auch in der Zweikampfführung, nicht mitgehen konnten. Ja. Dieses Selbstverständnis fehlt dieser Mannschaft ein bisschen. Aber es ist auch klar, wenn du so neu zusammengestellt bist, dann kann nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Aber erwartest du eine Saison wie letztes Jahr? Bis zum Ende schwierig? Ich erwarte jetzt erstmal gar nichts, sondern nur, dass wir von Woche zu Woche hart arbeiten. Ja. Und dass die Jungs es verstehen, wie sie zu diesem Erfolgsweg auch kommen. Dem Trainer richtig zuhören, dem Trainerteam, die wirklich tagtäglich eigentlich auch in der Vorbereitung das richtig, richtig gut gemacht haben. Die Jungs auch fit sind, auch komplett da sind. Aber die Mannschaft muss sich also auch noch ein bisschen untereinander finden. Das ist klar. Und sie muss die Basics noch viel, viel besser machen. Basics sind für mich einfach, ob das eine hohe Laufbereitschaft ist, aber gepaart mit einer Kompromisslosigkeit in den Zweikämpfen. Das war gestern zum Beispiel unser großes Problem. Da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen gegen eine Mannschaft, für die das seit 2-3 Jahren ganz normal ist, ihre Spielart. Und wir müssen uns an unsere Spielart gewöhnen und da müssen erst mal dahin kommen, dass wir dann auch so konkurrenzfähig sind, dass wir auch Punkte machen. Die werden wir machen, ja? Aber es ist ein Weg dahin. Wir haben immer gesagt, es wird ein Prozess sein. Wie schwierig ist es denn, die Situation, die Abgänge sind ja schon beschrieben worden, 15 an der Zahl, es sollen möglicherweise noch ein paar dazukommen. Also erst Ende August, da sind dann schon 4 Bundesligaspiele gespielt, da ist man schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Eigentlich zu wissen, mit welcher Truppe arbeite ich jetzt, einen Trainer. Das wussten wir ja schon vorher. Dadurch, dass das ist auch nicht nur euer Problem, haben andere Mannschaften auch. Die haben andere Mannschaften auch. Jetzt nehmen wir mal die ganzen Premier League-Clubs oder die Champions League-Clubs weg, auch die ja, sich zum ersten Spieltag ihre Mannschaft hinstellen. Die können das natürlich einfacher machen. Ja, bei uns ist es eben so, dass wir wussten vorher schon, erstmal bedingt durch das späte Saisonende mit dem Relegationsspiel, was uns ja auch noch Zeit gekostet hat, wo wir auch den einen oder anderen Spieler auf Strecke verloren haben, den man gerne hätte verpflichten wollen, weil er nicht so lange warten wollte, was auch verständlich ist, sehr spät dann drin waren in dem Transfermarkt. Ja, und das hat es für uns nicht einfach gemacht. Und wir wussten natürlich auch, hey, wir haben ein Pokalspiel, wir haben 4 Bundesligaspiele bis Ende August, also bis die Transferperiode beendet ist. Also da wird noch Bewegung reinkommen. Das ist undankbar, auch für einen Trainer. Das ist nicht einfach, weil du hast natürlich auch Spieler drin, die wissen, ich werde wahrscheinlich noch wechseln. Sind die noch komplett motiviert? Ziehen sie den einen oder anderen mit runter? Und das ist nicht einfach, ja, muss man ganz klar sagen. Weil wir müssen den Kader abspecken und wir müssen vor allem Geld machen und wir müssen Personalkosten runterbekommen. Das ist alles nicht einfach und gleichzeitig sportlichen Erfolg haben. Also das ist schon ein bisschen kompliziert, aber wir haben die Ruhe und auch die Klarheit, im Arbeiten miteinander, dass wir das auch hinbekommen. Gerade vielleicht die Spiele, die bis zu diesem Ende der Transferperiode 31. August
bei der Hertha anstanden und anstehen, hinten einblenden. Sieht man, die ersten zwei rot markiert sind schon verloren. Und dann kommen Mannschaften, wo auch alles passieren kann. Ja, man kann auch da noch mit ganz leeren Händen dastehen am Ende dieses Monats August. Aber das ist natürlich das Horrorszenario, dann das Worst-Case-Szenario. Nur jedes Bundesligaspiel musst du erstmal auch spielen dann am Ende. Ja, das ist doch klar. Und da hast du, ja, ich zahle auch. Ja, ja, bitte. Moment. Ich drehe nur. Und deswegen habe ich jetzt keine Angst vor den Gegnern, die da kommen. Ja? Und sollte die Mannschaft ja auch nicht haben. Ja? Wir werden jetzt nächsten Samstag vor einem sehr vollen Olympiastadion spielen gegen Eintracht Frankfurt. Ja? Und müssen natürlich dementsprechend es besser machen als gegen Union. Und darauf arbeiten wir und schauen uns nicht an, was kommen denn die nächsten drei Wochen. Ja, jedes Spiel musst du da erstmal komplett angehen. Ja. Stefan, deine These bei T-Online richtet sich ja auch auf die Prognose für die Hertha in dieser Saison und auch ein bisschen mit Blickrichtung auf Freddy Bobic. Wird gemessen werden daran. Also siehst du langsam auch den Druck auf ihn steigen? Na, ich glaube, dass es selbstkritisch genug ist, das genau so zu sehen, hoffe ich zumindest. Ich glaube schon, dass Hertha wieder ein verdammt schwieriges Jahr vor sich hat. Wenn du in die neue Saison nach der Relegation reingehst und erstmal froh bist, dass du noch in der ersten Liga bist, dann das Pokalspiel verlierst, ist ja nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch ein sportlich gesehener Schaden. Und dann verlierst du das Derby wieder und hast, ich finde schon, die nächsten drei Gegner. Natürlich muss, ich bezahle gleich 3 €. Sehr gut, Spiel das läuft hier werden. Fürs Phrasenschwein. Ich übernehme das mal. Aber eigentlich ist es ja immer wichtig für eine Mannschaft, wenn du aus einem unfassbar schwierigen Jahr herauskommst, dass du am Anfang einer Saison dein Selbstbewusstsein aufbaust. Und das kannst du durch Spiele. Und das haben sie eben im Pokal nicht geschafft und gestern im Derby auch nicht. Das spricht ja dann wieder dafür, dass es schwierig wird. Und da bin ich auch überzeugt von, weil ich in diesem Kader, Freddy, berichtige mich, nicht wirklich einen Führungsspieler oder Führungsspieler sehe, so wie sie jede Mannschaft eigentlich hat und wovon auch die Mannschaften leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sehe ich bei der Hertha eben nicht. Oder sind da welche? Nein, wir haben schon Spieler, die vorangehen. Also das ist nicht so, dass wir keine Spieler haben, die vorangehen möchten auch, ja, und das dementsprechend auch ausführen. Aber das hast du nicht in Hülle und Fülle, hast du den eigentlich auch nicht da. Ja, das ist, ist auch ganz normal. Wir haben mit Plattenhardt, der schon länger da ist, der ein positiver Geist in der Mannschaft ist, ein Leader nach innen eher. Ja. Mit Kevin Prinz Boateng jemand, der nach innen, aber genauso nach außen wirken kann und auf dem Platz auch wirken kann. Ja, und kann er auf jeden Fall. Ja. Also da muss man schon klar sagen. Ja. Wird auch immer dahingestellt, irgendwie, der müsste jetzt alles alleine machen. Ne. Das ist nicht entscheidend, wird sein, wie viel Energie kriegen wir insgesamt in die Mannschaft rein und wie schnell wachsen die Jungs in ihren Rollen auch rein, weil es sind einfach wirklich viele Spieler dazugekommen jetzt auch. Ja. Und auch dieser Prozess braucht seine Zeit. Ja. Und der sah schon in den Wochen jetzt eigentlich auch sehr, sehr positiv auch aus. Ja. Die Ergebnisse brauchst du dazu, weil du brauchst auch das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis dazu, wenn du durch Siege und Selbstvertrauen ist das Entscheidende in der Mannschaft, auch bei den Spielern. Wenn du das nicht hast, dann tust du dir natürlich ein bisschen schwerer. Und das ist ja das Problem, ne? Es ist so ein bisschen schade. Stefan hat es angesprochen, Hertha ist durch die Relegationsspiele in der Liga geblieben. Es ist wahnsinnig viel Last auch von den Fans, von den vielen Fans abgefallen. Alle haben sich gefreut, wir bleiben in der Bundesliga. Dann ging es weiter mit wirklich Aufbruchsstimmung, finde ich, mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Präsidenten, der jung ist, der anders ist, mit einem neuen Team. Und dann ging es los mit den Ergebnissen und das ist das große Problem. Ne? Ich würde nämlich auch noch einen Moment Feuer ansetzen. Nicht nur das Spiel in Braunschweig und auch das erste Bundesligaspiel, sondern davor, ich weiß, es sind Testspiele und natürlich kann man auch mal ein Testspiel verlieren. Aber es waren 3 in Folge, glaube ich, in England, die man verloren hat. Was natürlich, glaube ich, zumindest als Außenstehender zu beobachten, natürlich kein gutes Gefühl gibt, ne? Mit 3 Spielen in Folge reinzugehen. Und das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich total viel möglich wäre. Und dafür wäre natürlich entweder Braunschweig oder Union total wichtig gewesen, da mal ein Zeichen zu setzen. Heiko, du als Trainer, Sandro Schwarz neu dazugekommen, mit seinen Ideen, mit seiner Art, Fußball spielen zu wollen. Und wenn dann die Ergebnisse nicht kommen, ist das dann doppelt schwer für ihn? Natürlich, keine Frage. Das ist natürlich schwer, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Sandro Schwarz ist ein sehr guter
Charakter, der das in den Griff kriegen kann. Die Probleme, die sind ja nicht jetzt im letzten Jahr entstanden, die sind groß. Da brauchte Freddy ein bisschen Zeit, das hat er in Frankfurt auch bewiesen. Wenn ich die Mannschaft von Hertha sehe oder jetzt die letzten Jahre mal beobachte, sehe ich ein ganz großes Kriterium. Wir reden immer über technische Dinge, über athletische Dinge, über taktische Dinge, aber die Identifikation, der Leistungsfaktor Persönlichkeit, die Identifikation in diesem Verein, für den Verein alles zu geben, alles zu tun, die fehlt mir da ein Stück weit. Ich war in Regensburg Trainer 2016, wir sind gerade aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen, da haben wir auch erste Pokalrunde, 5 Minuten vor Schluss haben die es 1-1 gemacht, Hertha, und dann die Verlängerung haben wir 2 Großchancen gehabt, und im Elfmeterschießen haben wir verloren. Und so hat es das halt immer ein bisschen beobachtet, also da war jetzt nie so dieses Gefühl, diese Spieler, dass die sich voll identifizieren mit dem Verein, alles füreinander tun. Jeder schaut irgendwo so ein Stück weit, dass er selbst gut dasteht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, Sandro, der richtige Mann, dieses hinzubekommen. Diesen Faktor, dieser Identifikation mit dem Verein, mit dem Nebenmann, der neben dir in der Kabine sitzt, um alles rauszuholen, um wieder aus diesem Negativstrudel rauszukommen. Freddy war da damals auch in Dortmund dabei. Du bist damals gekommen. Wir haben damals Rekordtransfers für 50 Millionen neue Spieler geholt. Freddy, Christian Wörns, Victor Ekbeba. Mhm. Wir waren einmal am 8. Spieltag auf Platz 1. Erster Spieltag in der Rückrunde haben wir verloren zu Hause gegen Kaiserslautern, und dann sind wir in einen Negativstrudel reingekommen und dann nicht mehr rausgekommen. Und da standen Spieler auf dem Platz, die sicherlich mehr schon geholt haben an Titeln wie bei Hertha. Und irgendwann haben wir es aber dann doch geschafft, das wieder rückwärts zu machen. Und das wird die große Geschichte sein bei Hertha, sich identifizieren mit dem Nebenmann und dafür alles wieder zu tun, um da rauszukommen. Und Stefan, wenn wir ins Spiel schauen gestern, da gab es jetzt nicht so viele Szenen, wo man das Gefühl hatte, es ist schon soweit bei der Hertha. Nein, Freddy hat es ja schon 2 Mal gesagt heute. Es war erstmal eine verdiente Niederlage, weil Union es wieder richtig gut gemacht hat. Und die Hertha ist eben nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und das ist das Fußball-ABC, dass du genau das machen musst. Und dass Union selbstbewusst ist, mit einer breiten Brust in das Spiel gegangen ist, das hat man hier gesehen bei den Toren außen. Wunderbares Tor. Ich sag mal, ein sehr guter Torwart hält den, schippt den raus, bin ich mir ziemlich sicher. Er sah ja bei dem anderen Gegentor ja auch nicht so glücklich aus. Aber ich will es jetzt nicht an den Torwart festmachen. Ich sehe einfach bei Hertha eine Gefahr, dass man jetzt hingeht und sagt, es braucht Zeit. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil dann kommt dieser Strudel, wo du dann vielleicht wieder drin bist, wo du eben nicht mehr rauskommst, weil vielleicht dann auch die Qualität fehlt. Aber eine grundsätzliche Aggressivität habe ich gestern im Spiel eigentlich vermisst bei Hertha. Und da musst du eigentlich mit anfangen, wenn du rein spielerisch eben nicht die Qualität hast, dann musst du eben in den Zweikämpfen funktionieren. Und das haben sie gestern nicht. Dieser Worst Case, glaube ich, darf tatsächlich nicht eintreten. Man muss punkten in den nächsten Wochen, auch wenn das natürlich vorweggegriffen ist und die Saison jetzt erst startet. Aber um mal was Positives aus diesem Spiel rauszupicken, es war ein Derby. Hertha hat es relativ klar verloren. Da hat auch keiner was dran auszusetzen gehabt. Aber die Fans standen ja hinter ihnen. Ne? Es gab keine Pfiffe. Die Spieler sind nach dem Spiel in die Fankurve gegangen und haben auch geklatscht immer noch. Also die Fans sind noch bei Hertha. Die Saison ist ja total frisch. Ich glaube, das muss man irgendwie mitnehmen. Und dafür darf man die nächsten 3 Spiele halt nicht verlieren. Also dieser Worst Case darf nicht eintreten. Du darfst gar kein Spiel verlieren am Ende des Tages. Ja? Du musst immer gucken, dass jedes Spiel gewinnst. Und ich hasse nichts mehr als Niederlagen. Ja? Das ist auch nicht so, dass es an einem spurlos vorbeigeht. Aber es ist auch klar, und das heißt auch nicht, dass wir Zeit brauchen. Ja, Zeit, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich wirklich am Ende sein wollen, auch von der Art, wie wir spielen wollen. Aber das müssen wir natürlich in den nächsten 1-2 Wochen auch schnell hinbekommen und auch schonungslos auch aufdecken, auch gegenüber den Jungs. Und auch gestern gab es auch schon das eine oder andere Wort auch von Sandro. Und es wird es auch weiter jetzt die Woche auch geben, an den Stärken noch mehr zu arbeiten, aber diese Schwächen auch abzustellen. Nicht solche, wie das Tor haben wir jetzt gerade gesehen, einfache Tore, ein Pass auf die Seite, eine Flanke, 1-gegen-1-Situation, nicht im Kontakt. Genau solche Dinge sind es. Es war ja ein einfaches Tor, das war ja nichts Kompliziertes. Wir können aber das zweite Tor auch nochmal einspielen.
Und da sieht man die Intensität, die dann da war. Kopfball hin und her dreimal. Und hier einfach dieses, ich will da jetzt da durch und ich wird der Ball reingespielt. Da die Intensität von Union meinst du, ja? Genau, genau, ah, ja, okay. Genau. Das sieht man in der Situation besser. Da wollen sie es einfach mehr. Ja. Und haben das dementsprechend ausgenutzt. Ja. Florian, das ist für mich schon insgesamt, also ich finde, ein paar Sachen wurden schon richtig gesagt. Und ich glaube, Fredi hat das sehr wohlwollend ausgedrückt, wenn er sagt, Marvin Plattenhardt ist ein Führungsspieler nach innen. Ich glaube, das, was Stefan sagt, ist schon richtig. Also dieser Mannschaft fehlen aktuell absolut Führungsspieler. In Kempf beispielsweise, sieht man jetzt da auch, ist es auch in der Zeit irgendwie nicht geworden, ist zu fehlerbehaftet. Man hat in der Vergangenheit viele wichtige Spieler abgegeben, unter anderem Lustenberger, ein Schellbrett. Das waren schon Kapitäne auch in der Mannschaft, da geht man jetzt ein paar Jahre zurück. Und aktuell, abgesehen von einem Boateng, sehe ich da niemanden. Und er hat in den vergangenen Monaten dann auch nicht mehr diese Leistung gezeigt. Und dann gibt es Baustellen vorne im Sturm, das sehe ich als ein ganz, ganz großes Problem an. Ich glaube, mit Kanga hat man da schon aus Bern jemanden geholt, der das kann, der das aber auch erst nochmal zeigen muss. Hinten in der Abwehr sind nicht die richtigen Stabilisatoren da. Also das ist schon eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und ich frage mich, wenn du sagst, ich hasse es zu verlieren, warum geht man diesen Schritt? Das würde mich mal interessieren, was sind das für Ambitionen, aus Frankfurt vielleicht wegzugehen, wo alles gut läuft, wo man was aufbaut. Man guckt vielleicht auch am Fernseher, die holen den Euroleague-Sieg. Ja, vielleicht auch den Champions-League-Sieg. Vielleicht auch den Champions-League-Sieg. So, und dann sagt man, man übernimmt dieses Himmelfahrtskommando. Was hat man da selbst für Ambitionen? Warum macht man das? Also wenn du mein Leben gesehen hast, aber als Fußballer, ich habe immer Challenges wollen. Ja? Und es war genau diese Challenge wollte ich auch haben. Ja? Dass sie natürlich anstrengend ist und schwierig ist. Und ich war nach 5 Jahren eh weggegangen. Ja? Oder ich hätte ein Jahr Pause gemacht. Ja? Hört sich ein bisschen blöd an. Aber es war immer klar kommuniziert. Und deswegen wollte ich was Neues machen. Ja. Dann kam Hertha. Und macht Spaß? Gesagt, und das mache ich. Ja, und es wird Spaß machen, ja. Wird Spaß machen? Es wird auch weiter Spaß machen. Ja, es wird auch weiter Spaß machen. Ja. Da gehe ich mit positivem Geist dran. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir sprechen gleich mal über die schwierige Aufgabe, eine Mannschaft hinzustellen, die konkurrenzfähig ist und gleichzeitig Transferüberschuss zu erwirtschaften. Das ist das, was momentan Freddys Aufgabe ist. Darüber und vieles mehr sprechen wir nach der Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Und dann sind wir wieder bei uns in der Runde. Wir sind mittendrin beim Thema Hertha BSC Berlin. Im Szenen auch schon geschaut vom gestrigen Derby, dass man deutlich verloren hat gegen Union zum 4. Mal in Folge. Und wir haben ja auch gefragt, wo wird die Hertha landen am Ende der Saison? Ja, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in der Frage der Woche und sind sehr gespannt. Hast du eine Idee, was rauskommt? Sicherlich keine positive. Meinst du? Okay, Jana. Hat Freddy das richtige Gespür? Tatsächlich ja. Okay. Also internationales Geschäft, das war ja Antwortmöglichkeit 1 bei unserer Frage der Woche, wo die Hertha am Ende der Saison landen wird, haben sage und schreibe 1% getippt. Das Mittelfeld, da haben es 6% geschafft. Der Klassenerhalt 26, ja, und der Großteil. Zu Beginn bei der SED-Umfrage waren es 50. Unsere Dopa-Zuschauer sagen 67%, also die deutliche Mehrheit. Es geht runter in Liga 2. Die Hertha ist jetzt einfach fällig. So war es bei vielen Mannschaften mit großer Misswirtschaft, wenn sie jahrelang unten drin gehangen haben. Dafür gibt es ja auch noch andere prominente Beispiele wie den VfB Stuttgart, den HSV Werder oder auch die Schalker. Knapper Klassenerhalt waren ja immerhin noch knapp 30%, die daran glauben. Sie benötigen einfach die Zeit, vor allem eben der neue Trainer Sandro Schwarz, die spielerische Entwicklung und in die Köpfe der Mannschaft zu kommen. Das braucht nun mal ein bisschen. Die Rückschläge sind dabei normal. Also etwas Hoffnung ist noch da. Es gibt aber auch wirklich harte Kritik. Jetzt braucht Freddy Bobic ein dickes Fell. Die Hertha wird weiter gegen den Abstieg kämpfen. Freddy Bobic ist dafür auch maßgeblich mitverantwortlich. Er hat bessere Spieler verkauft, weniger gute eingekauft, hat sicherlich auch mit der finanziellen Situation zu tun. Die Hoffnung bleibt, aber es wird für Schwarz und auch für Freddy Bobic eng. Und abschließend noch etwas Verzweiflung, die sich hier breit macht bei diesem Fan. Bisher scheinen alle Wege und alle personellen Veränderungen zum selben Ergebnis zu führen. Gibt es noch alternative Ideen? Fragezeichen. Es ist wirklich frustrierend, als Hertha-Fan weder Veränderung noch Verbesserung wahrzunehmen. Die alternativen Ideen, die können wir ja vielleicht mal als Freddy
als Frage weiterleiten. Hat auch kurz Zeit, darüber nachzudenken, denn in der Zwischenzeit hören wir uns noch die Antworten vom Dopafon an. Bei Hertha BSC hat sich überhaupt nichts geändert. Die Mannschaft spielt weiterhin unterirdisch schwach und schlecht. Man sollte doch sehen, dass etwas am Entstehen ist. Neue Mannschaft, neuer Trainer, es passiert doch etwas. 4 Wochen vor Schluss wird Felix wiederkommen und die Hertha wieder raushauen. Also wenn ich mir die Qualität der Hertha-Mannschaft anschaue, gehört diese Mannschaft eigentlich ins erste Drittel der Tabelle. Die Hertha wird in dieser Saison genauso schwer haben wie in der vergangenen. Hertha wird sich in den nächsten 2-3 Wochen stabilisieren, wird sich zusammenfinden und zwischen Platz 10 und 13 landen. Ich denke, am Ende der Saison wird es ein Mittelfeldplatz werden. Die Hertha wird wie in der vergangenen Saison wieder 2 Spiele mehr haben und Relegation spielen. Alles dabei. Alles dabei, ja. Bandbreite der Meinung, allerdings, wenn man die prozentuale Umfrage nimmt, doch wenig Zutrauen in die Hertha. Kann man das ignorieren oder nehmt ihr das schon auch wahr, was sozusagen natürlich, die öffentliche Wahrnehmung natürlich ist? Natürlich nehmen wir das wahr. Im ersten Spieltag einen Abgesang auf den Verein zu machen, das finde ich schon ein bisschen verfrüht, ja, muss man auch klar sagen. Ja. Wir nehmen die Schuld auf uns, wir haben die Frage gestellt. Also es ist schon, ja klar, es ist aber, ich meine, wir kennen ja das Geschäft, das ist ja nicht das Problem. Wir können auch damit umgehen, ja. Und werden auch damit umgehen, das ist logisch. Und ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, nach dem Pokal aus und nach der Niederlage gestern, dass alle in totaler Euphorie sind. Ja, das ist natürlich auch klar. Wir werden daran arbeiten müssen, das ist logisch. Es geht auch nicht um persönliche Dinge, ob das jetzt um mich oder der Trainer oder wie auch immer entscheidend ist. Wir brauchen eine Kontinuität jetzt unbedingt. Ja, die müssen wir reinbekommen. Und wir müssen den Weg gehen, der sehr hart ist. Ja, und den wir auch schon im Sommer gesagt haben, das wird ein Weg sein, den wir gehen müssen. Wir dürfen aber auch nicht schönreden, und das machen wir auch nicht, ja, sondern wir sagen ganz klar, und wir machen das intern genauso wie öffentlich, dass wir nicht damit uns zufrieden geben, ja, weil wir die vielen, und da glaube ein Zuhörer oder Host hat es irgendwie gesagt auch, es gibt viele negative Beispiele, denen wollen wir nicht folgen. Und es muss eigentlich, der Finger muss da gehoben sein, man muss wissen, man kann nicht einfach nur so weitermachen. Wir haben vieles verändert, und wir versuchen das zum Positiven zu verändern, ja, weil es nicht so einfach ist. Klar, es wurden viele Spieler abgegeben, die auch Qualität haben. Aber nochmal, das eine ist das Sportliche, das andere ist auch das Wirtschaftliche. Die Balance muss halten. Und wir leben halt immer noch im Transfermarkt, der Corona gebeutelt ist für normale Vereine. Und wir sind kein Spitzenverein, sondern ein normaler Verein. Ja. Ein normaler Verein. Man will vom Big City Club, vom spannendsten Projekt in Europa jetzt wieder sich zurück und gesund schrumpfen Richtung normaler Verein. Ein Zuschauer hat gesagt, eigentlich von der Qualität des Kaders müssten die irgendwo weiter oben spielen. Ist das so? Hältst du den Kader für stark oder stark? Nein, ich habe es ja in meiner These gesagt. Ich glaube schon, dass Hertha wieder gegen den Abstieg spielt. Natürlich wünsche ich mir Freddy persönlich schon was Besseres und Erfolgreicheres, aber das gibt der Kader auch nicht her. Also wenn wir eine Prognose aufstellen oder irgendetwas einschätzen, dann schauen wir uns schon sehr wohl die Qualität eines Kaders an und welche Führungsspieler. Und das sehe ich bei der Hertha eben nicht. Und wenn du in die neue Saison gehst mit einem Start im Pokal und einer Derby-Niederlage, dann trägt das nicht dazu bei, dass man sich irgendwie, wenn ich verantwortlicher wäre bei Hertha, ist eine andere Geschichte, würde ich auch ein bisschen das anders verkaufen. Fakt ist aber, man muss sich eher Sorgen machen, als eine Freude zu haben, dass man sagt, ey, die Hertha landet im Mittelfeld oder im oberen Drittel der Bundesliga. Das sehe ich nicht so. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass mit der oberen Tabellenhälfte Hertha relativ wenig qualitativ aktuell zu tun hat. Ich finde es auch krass, wenn man jetzt sagt, dass es der Abstieg wird. Also ich glaube genau, wie du sagst, Stefan, es geht um den Klassenerhalt. Die Liga wird nicht einfacher. Es gibt Bremen und Schalke, die aufgestiegen sind. Das sind große Vereine mit vielen Zuschauern, mit viel Potenzial, die es natürlich schwerer machen, auch im Abstiegskampf eine gute Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch eine Chance. Das Transferfenster ist noch eine Weile offen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass viele Spieler oder einige Spieler noch gehen sollen. Was mich interessieren würde, ist, wie viele sollen dann noch kommen? Auf welchen Positionen suchen sie noch? Nee, es werden nicht mehr viele kommen, das ist sicher. Ja, also es wird sicherlich mehr Abgänge geben als noch Zugänge, so wie es jetzt im Sommer auch war, weil wir den Kader auch verkleinern müssen, schon aus wirtschaftlichen Gründen verkleinern müssen, aber trotzdem, davor haben wir jetzt nicht die große Angst. Ja. Aber darüber müssen wir vielleicht nochmal sprechen. Boyata aus dem Kader gestrichen gestern, ist ein klares Zeichen. Der soll noch verkauft werden.
Ja, oder er trainiert so überragend und wir kommen an ihm nicht mehr vorbei. Ja? Aber es ist eine klare sportliche Entscheidung gewesen. Ja. Also er hat nicht gut trainiert? Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass er uns jetzt gerade aktuell weiterbringt. Ja? Deswegen ist er gestern nicht im Kader gewesen, genauso wie Christoph Piontek. Ja. Aber das sind zwei, die wahrscheinlich noch, wenn es geht, von der Payroll sollen, weil sie auch ordentlich Geld verdienen. Ja, bei uns geht es eigentlich um die Energie, die wir in der Mannschaft brauchen. Geht es nicht auch darum, Geld einzunehmen? Geld einzunehmen auch, ja. Ja, aber das ist nicht der Grund. Ich habe am Anfang gesagt, Luke Bacchio ist ein genaues Gegenbeispiel, Dodi Luke Bacchio, ja, der eigentlich ein Verkaufskandidat war, ja, am Anfang der Transferperiode. Aber der hat sich so gut entwickelt, jetzt auch in diesen Wochen, ja, und hat sich so committed auch zu Hertha BSC, dass für uns ganz klar war, nee, Dodi, du hast hier nochmal die Chance und kannst nochmal Vollgas geben. Ja. Macht gestern noch das einzige Tor für die Hertha. Genau. Aber Geld kommt nur durch Transfers rein oder gibt es noch eine Chance, dass der Kollege Windthorst noch mal irgendwo was findet? Kannst du mir das Phrasenschwein schenken? Vielleicht ist da genug drin. Da ist noch nicht genug drin. Nein, also nochmal, die Anteile sind verkauft. Das Geld ist bereits geflossen gewesen in der Vergangenheit. Dann ist auch schon ausgegeben. Und damit ist diese Sache erstmal erledigt, dass nicht jedes Mal diese Nachfrage kommt. Mhm. Ja. Und aktuell können wir uns nur aus Transferüberschüssen finanzieren. Aber das ist ja schon ein Vorgang, da haben wir gerade eben mal kurz in der Pause auch drüber gesprochen. Wenn du, jetzt durften die mal Kicker-Fantasy-Manager-Spiel machen und mal sagen, ich hole mir den, ich habe 375 Millionen. Ich erinnere mich noch, als ich damals in Berlin war und auch mal über die Hertha berichtet habe, wie Pal Dardai mal zu mir meinte, besorg mir 300 Millionen Euro und ich mache dir hier alles so. Ne? Das war, da war noch weit vor Windhorst. Jetzt hatte man mal die Chance und hat wirklich so viel Mist verzapft und so viel in den Sand gesetzt. Das ist eigentlich schon unglaublich. Was ich interessant finde an dieser ganzen Boyata-Thematik, man darf nicht vergessen, es war der Kapitän im vergangenen Jahr. Und der Kapitän, der, glaube ich, über 2-3 Jahre kein einziges TV-Interview gegeben hat, kein Kapitän auf dem Platz war, kein Kapitän auch in der Mannschaft war. Und deswegen ist es da auch nur folgerichtig zu sagen, man macht diesen Cut und man wird ihn, davon gehe ich auch eigentlich fest aus, so wie ich das höre, dass es da auch Interessenten aus Belgien gibt, dass man da wahrscheinlich eine Lösung finden wird. Aber das ist schon ein Vorgang, wenn der Kapitän, der eigentlich im letzten Jahr dein Rückhalt sein sollte. Ist ja ein Spieler, der auch mit Belgien weiter Nationalmannschaft spielen will, der muss sich auch zeigen, der muss auch Spielzeit haben im Verein. Deswegen wahrscheinlich wird da noch was gehen. Ist sicherlich denkbar. Ja, Freddy, also wo geht's hin? Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Einfach Tag für Tag? Wirklich? Also Sandro Schwarz sagt auch immer, du machen erstmal. Ja? Arbeiten dran. Jede Woche aufs nächste Spiel. Ja? Ja, und das bedeutet nicht, dass wir jetzt nur noch 2 Spiele zu spielen haben. Wir haben noch 33 Spiele zu spielen. Ja. Ja? Also du musst doch deinen täglichen Job richtig machen. Ja? Und den werden wir auch den Jungs versuchen, auch nicht versuchen, sondern wir werden es tun. Ja? Ja? Wir werden sie ihnen auch einbläuen. Ja? Mhm. Ja? Und wenn dann diese Transferperiode endlich mal vorbei ist, Ende August, ja? Dann wissen wir auch, auf welche Truppe wir uns komplett am Ende des Tages auch verlassen können. Ja? Und dieses Verlassen können, das ist ja ein interessanter Ansatz, den hast du auch ausgetestet intern. Wir haben ein Zitat von dir gefunden, du sagtest, ich weiß gar nicht, wie viele Falschmeldungen ich produziert habe, um zu gucken, wo bei uns die internen Löcher sind. Das war ja ein Riesenproblem in den vergangenen Jahren bei der Hertha, dass da die Rechte haben mit der Linken nicht und der hat das da durchgesteckt und so weiter. Sind die Löcher gefunden, gestopft oder was hast du denn dafür losgelassen? Ja, die will ich dir nicht erzählen, natürlich, und wo sie hochgegangen sind. Ja. Aber das ist ja normal, wenn du irgendwo neu reinkommst, dann schaust du natürlich, wer ist wirklich loyal, ja, wen kannst du wirklich vertrauen. Ne? Und dann macht es jeder auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich muss auch sagen, jetzt auch im Sommer ist eigentlich kaum was rausgekommen. Ja. Es war wirklich gut. Wir haben ja nochmal einen Schnitt auch gemacht im Umfeld, in der Arbeit um die Mannschaft herum auch, aber genauso jetzt auch im Präsidium, ja, schon das eine oder andere angetestet und auch die Transfers. Es ging alles sehr ruhig und sauber über die Bühne. Ja, ja. Schade, also, interne Löcher, wir Reporter eigentlich ganz gut, ne? Ja, es gibt noch welche, aber es ist okay auch. Okay. Das wird sich erledigen irgendwann. Also ich weiß nicht, Freddy, ob du mir die Frage beantwortest, aber was meinst du, weil du bist ja am dichtesten dran, diese Leistungsstärke des Kaders, was gibt die her? Wo würdest du Hertha in dieser Saison sehen? Wir hatten Dopafon,
Ja. Wir hatten viele Mails, die geschrieben wurden, ne? Mittelfeld oder oberes Mittelfeld, wie auch immer, Abstieg gegen den Abstieg. Wie schätzt du den Kader denn ein? Wenn die Mannschaft sich so entwickelt, wie wir uns vorstellen, weil da einfach auch so viel Qualität noch drin schlummert, ja, in diesen Spielern. Wenn der Glaube da ist, wenn dieses Miteinander auch da ist, die Energie auf den Platz zu bringen miteinander, wenn wir das schaffen, dann haben wir einen sicheren Mittelfeldplatz normalerweise sicher, wenn ich die Konkurrenz mir anschaue. Ja? Die Konkurrenz, die da in dem Mittelfeld spielt. Aber mehr ist es am Ende des Tages erstmal nicht. Das sind Entwicklungsschritte, die wir gehen. Ja? Und nochmal, da sind Spieler dabei, die Tempo haben über die Außen, ja? Die sie auch nutzen müssen. Haben wir gestern auch nicht genutzt. Ja? Wir setzen sehr viel auch natürlich auf unseren neuen Stürmer, auch, ja? der jetzt dazugekommen ist mit Wilfried Kanga, der das nicht alleine rocken kann. Ja? Und Jessica Nankam kommt jetzt aus der Verletzung zurück. Es sind viele super interessante Spieler, die wir haben, die so viel Potenzial besitzen, die uns auf jeden Fall helfen werden, wenn sie ihr Potenzial komplett ausschöpfen. Ja? Und also, das Schöne ist, wenn du Entwicklungspotenzial in einer Mannschaft siehst, die der da draußen jetzt natürlich nicht sieht, weil er nur den Samstag sieht, aber unter der Woche auch siehst. Und dann sind es noch Kleinigkeiten, die eine wichtige Rolle spielen, weil du musst auch positive Ergebnisse haben, dass du das Selbstvertrauen am Ende des Tages hast und auf dem Platz zeigst. So, die positiven Ergebnisse, die du haben musst, damit du das Selbstvertrauen hast, die sind auf jeden Fall 3 Euro wert. Alles klar. Aber ich meine, langsam kann er es mitnehmen. Dann, er hat seinen Optimismus, und das ist auch gut so, nicht verloren. Und wir sind am Anfang der Saison. Ich finde es immer wieder schön, wenn Freddy hier zu Gast ist und offen Rede und Antwort steht über die Hertha. Wir sind gespannt, wie der Weg weitergeht in der Saison. Du hast es ja beschrieben, dass das viele Schritte sind, die da folgen müssen. Wir werden hier sicher immer wieder drauf schauen. Machen gleich weiter, allerdings vorher Anna Dollack mit den Quoten, Neobet-Quoten zum heutigen Spiel Köln gegen Schalke. Und dann geht es gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass aus der Runde im Airport Hilton. Ist auch genau das richtige Stichwort, denn nicht nur die Fußball-Bundesliga ist zurück, sondern mit ihr auch die Fans. Tolle Bilder, die wir da gestern am ersten Spieltag gesehen haben, unter anderem Fanmarsch bei Borussia Dortmund. Aber nicht nur das, auch die Borussia aus Mönchengladbach wusste, wie man zum Stadion pilgert. Die Bremer im Nordduell haben es in Wolfsburg ebenso versucht. Also die Fans haben richtig Lust auf den Start dieser neuen Saison. Ist ja immer noch nicht selbstverständlich, dass die Stadien wieder voll sind. Umso schöner, solche Bilder zu sehen. Ich habe mich auch mal unter die Fans gemischt. Bei den Bayern hat man allerdings keinen Fanmarsch in Frankfurt gesehen. Hat man nicht nötig. War eh klar, dass das 6:1 ausgeht, wa? Es war nichts super zu erwarten. Also es war eine Überraschung, dass es so deutlich würde ich jetzt mal sagen. Aber das Teamgefüge stimmt auf jeden Fall. Wenn man da Jamal Musiala gesehen hat, wie der mit 19 Jahren vorangeht, ist schon beeindruckend, würde ich jetzt mal sagen. Und die Konkurrenz wird mehr, aber Bayern dominiert. Spielfreude ist so die große Überschrift bei den Bayern. Wie groß ist die Vorfreude der Fans auf diese Saison? Total. Also die Pause war sehr lange und kann wieder losgehen, würde ich mal sagen. Kann wieder losgehen. Das hat sich auch die Deutsche Bahn gedacht. Die hat einen wirklich humorvollen Tweet im Netz abgesetzt. Ein Bundesliga-Vereine als Fahrgäste in der Bar, ein Thread. Ich lese mal den einen oder anderen vor. Die Bayern sitzen immer auf demselben Platz. Dortmund sitzt am Anfang ganz vorn, rutscht aber dann immer ein hinterher. Leipzig finde ich auch ganz nett, erst vor kurzem zugestiegen, nervt aber alle mit lautstarken Marketing-Sprech. Union bevorzugt es, selbst im leeren Zug zu stehen. Köln hat die bekannte Bluetooth-Box dabei. Mainz, ach, ist ja auch hier. Gar nicht aufgefallen, aber schön, dass ihr da seid. Hallo, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ist wirklich gut gelungen und vor allem muss man sagen, auch pünktlich zum Saisonstart. Ist man ja gar nicht so gewohnt von der Deutschen Bahn. Auch das haben sie geschafft. Man hätte ja eher erwartet, dass es so zum dritten Spieltag kommt. Ja, hast du gut abgebunden, Jana. Das war wichtig, dass der Satz da hinten drauf noch kommt. Ja, wir freuen uns auf die Bundesliga. Schön. Macht richtig Spaß. Der erste Spieltag war richtig unterhaltsam. So schaut's aus. Hurra, hurra! Die Bundesliga ist wieder da. Knapp 60 Jahre jung und keine einzige Falte. Also jedenfalls ist sie attraktiv und sexy wie lange nicht. Allen Unkenrufen zum Trotz, die das Fußballoberhaus schon auf dem absteigenden Ast sahen. Blödsinn! Diese Bundesliga kann vor lauter Kraft kaum laufen. So schaut's aus.
Jetzt mal ganz im Ernst. In der Bundesliga spielt diese Saison sogar ein amtierender Europapokalgewinner. Und wenn die Eintracht-Fans ihren eigenen Torwart nicht mehr so einnebeln, dann klappt's auch besser in der Liga. So schaut's aus. Selbst die Aufsteiger machen diese Liga noch attraktiver. Schalke und Bremen, das sind zusammen 11 Meisterschaften. Und bei allem Respekt, das klingt einfach ein bisschen prickelnder als Paderborn und Fürth. So schaut's aus. Als sich abzeichnete, dass Haaland und Lewandowski die Liga verlassen, war die Sorge groß, dass damit die letzten Superstars das Weite suchen. Alles Unkenrufe, denn stattdessen gaben sich neue Topspieler die Klinke in die Hand. Boah, das ist doch der. Genau, Mané kommt und trifft. Und De Ligt kommt und trifft. Und Nkunku, der frisch gebackene Fußballer des Jahres, ist immer noch da. Und er ist vielleicht bald wieder da. Und Musiala ist nicht nur da, sondern in einer beängstigenden Frühform. Und nach einer kleinen Luftveränderung ist mit Mario Götze sogar ein Weltmeister in die Bundesliga zurückgekommen. Gott sei Dank. So schaut's aus. Es gibt wirklich gute Gründe, sich auf die neue Saison zu freuen. Die Frauen haben schon eine Euphoriewelle losgetreten. Auf der dürfen die Herren jetzt gern mal ein bisschen weiter surfen. Ob der Titelkampf in der Bundesliga nach 10 Jahren Langeweile tatsächlich wieder etwas spannender wird, schwer zu sagen. Aber die Tabelle lügt nicht. Und im Moment ist alles so eng beieinander. Selbst der Letzte liegt nur 3 Pünktchen hinter den Bayern. So schaut's aus. Genau dein Humor, Stefan, ne? Ja. Hast du mit dran gearbeitet? Das war mein Input für die Sendung, dass wir die Tabelle auf jeden Fall mal zeigen. Ganz auch für die Hertha auch ein schönes Signal. Nur 3 Punkte hinter der Tabellenspitze. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Dafür musst du extra zahlen. Ja, komm, ich hau mal was rein. Ich mach sogar 6 Euro. Wegen vorsätzlicher Gemeinheit. Langsam ist Geld für neuen Stürmer drin sein. Ja, genau. Es wird immer besser. Ja, aber wie gut ist die Bundesliga aufgestellt, Patrick? Viele haben ja schon so den Abgesang gesungen nach der letzten Saison. Lewandowski weg, Haaland weg überhaupt und keine Stars mehr. Alles nur noch in England. Und jetzt sieht es irgendwie plötzlich ganz anders aus, oder? Ja, also natürlich muss man sich wahrscheinlich wieder auf eine Langeweile an der Spitze vielleicht einlassen drauf, aber insgesamt ist es einfach eine tolle Liga, die macht Spaß, wir haben bunte Tribünen, die Ränge sind voll, also was in dem Beitrag vielleicht sogar ein bisschen zu kurz kam, aufgrund der ganzen Stars, die wir jetzt haben, mit Mané, mit De Ligt, mit Nkunku, wir haben für mich die mit 3 größten Talente, die es in Europa gibt, mit Bellingham, mit Wirtz, mit Musiala, und das macht einfach Spaß und da habe ich richtig Bock und ich habe gestern auch wieder richtig Lust gehabt, im Stadion zu sein. Geht's dir ähnlich, Heiko? Oder ja, natürlich, wenn man das Spiel gesehen hat, Frankfurt Europapokalsieger geworden. Da erwartet man natürlich auch, dass die mitspielen. Glasner hat das richtig analysiert nach dem Spiel. Er hat gesagt, wir haben gedacht, nach dem 0-2, wir müssen direkt den Anschlusstreffer machen. Dadurch haben sie natürlich unheimlich viele Räume den Bayern gegeben. Und dass sie so auftrumpfen konnten und sind dann völlig zerlegt worden. Ich denke, dass viele Vereine, viele Mannschaften, viele Analysten jetzt die nächsten Woche da anders herangehen werden und die Räume deutlich enger machen und eher den Atletico Madrid-Style versuchen zu spielen und nach Balleroberung die Bälle in den Rücken reinspielen, weil Bayern hat in den letzten 2 Jahren auch viele Gegentore bekommen. Das wird nicht nochmal so ablaufen und jeder, der jetzt sagt, das wird jetzt ein Selbstläufer, würde ich einfach jetzt mal sagen, abwarten. Bei allen tollen Transfers. Starthaft beginnt der Applaus. Ja. Ich warte ab. Bei allen tollen Transfers, die in die Bundesliga gekommen sind, darf man, glaube ich, auch echt 2 Vereine nicht vergessen, die ziemlich gut zusammengeblieben sind. Einmal Leverkusen, die mit wichtigen Spielern, richtig wichtigen Spielern, die, glaube ich, in ganz anderen Ligen auch spielen könnten, verlängert haben, um einfach mal Schick zu nennen. Wirtz hat Patrick gerade schon gesagt, aber klar, auch Leipzig. Pokal raus, erstes Spiel verloren. Ja, stimmt, okay, trotzdem. Und auf der anderen Seite Leipzig, die Nkunku, den Fußballer des Jahres, gehalten haben. Also das sind ganz wichtige Zeichen auch für die Bundesliga, dass diese Typen in der Bundesliga bleiben. Und auf der anderen Seite, ich habe es gerade schon erwähnt, ich freue mich total auf Schalke und Werder. 2 richtig große Namen, die zurückkehren. Das wären volle Stadien, das wären tolle Spiele, das wird richtig gut. Wow.
durch die beiden Aufsteiger die Qualität der Liga insgesamt, also zumindest was die Namen angeht, ja, deutlich und Attraktivität verbessert? Ja auch. Also da sind wirklich zwei hochgekommen, die ja nun auch Fußball Deutschland beschäftigen. Und Werder Bremen hat gestern gegen Wolfsburg wirklich richtig guten Fußball gespielt. Ja? Also nach vorne frech und frei. Heute mal gucken, was Schalke macht, aber darauf kann sich die Bundesliga aufreuen. Im Endeffekt wurde alles gesagt, worauf man sich freuen kann. Ich glaube, dass am Freitag Eintracht Frankfurt ein bisschen gemerkt hat, wie es dann da oben in der Königsklasse Champions League ablaufen wird. Da müssen sie dann doch noch dazu lernen. Also wir schauen da natürlich auch gleich nochmal auf den Freitag, auf dieses Spiel und die Frage, ja, sind die Bayern so outstanding, wie es da gewirkt hat? Oder könnte das dann auch so werden, wie Heiko das gesagt hat, dass es vielleicht doch auch an der einen oder anderen Stelle schwierig wird mit dieser Zusammenstellung? Sie haben jetzt die Chance, nochmal was zu gewinnen. Mit VI Price gibt es tolle Chance auf richtig tolle Preise, zum Beispiel ein Tesla Modell Y und Kooperation Sport 1 VI Price und Nico Rosberg. Tolle Aktion, helfen Menschen in der Ukraine. Also gewinnen und was Gutes tun. Und danach sprechen wir weiter über den tollen Start in die Bundesliga-Saison, den wir bisher an diesem ersten Spieltag erlebt haben. Natürlich über die Bayern und vieles mehr. Bis gleich. Willkommen zurück an Stahlberg Doppelpass. Kurz nach 13 Uhr. Am heutigen Sonntag des ersten Spieltages dieser 60. Bundesliga-Saison, ja, 10 Jahre lang der FC Bayern München die Schale abgeräumt. Und nach dem ersten Spiel der Saison sind viele geneigt zu sagen, ja, die 11., die können wir auch gleich eintüten. Aber Gemach, Gemach. Aber eindrucksvoll war es auf jeden Fall. Sowohl der Supercup als auch dieses Spiel in Frankfurt. Tore, 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 11 an der Zahl und vor allem ein FC Bayern voller Spielfreude. Was für eine Ansage, was für eine Machtdemonstration, oder? Wenn man ein bisschen Fantasie hat, Wirbelsturm über Frankfurt. Der Pyrorauch der Eintracht-Fans waberte noch über den Platz, als die Bayern längst ihr Feuerwerk gezündet hatten. Und Trainer Nagelsmann klang fast schon entschuldigend, als er über die Angriffsstärke seiner Mannschaft sprach. Wenn wir dann vorne den Ball haben, dann sind wir einfach auch sehr schnell, sehr kombinationsstark. Natürlich gab es Zweifel, ob die Bayern den Weggang von Torjäger Lewandowski würden kompensieren können, auch intern. Klar, für uns war es auch alle interessant, wie kriegen wir das hin, den Levi-Abgang. Die Spannung ist mittlerweile der Erkenntnis gewichen, dass die Münchner im Angriff wohl noch variabler sind, temporeicher und schwerer auszurechnen mit dem Quartett Musiala, Müller, Mané und Gnabry. Ist nicht so leicht zu verteidigen, wenn, sag mal, die 4, 5 Spieler vorne ins Zocken kommen, dann macht es Spaß, auch von außen zuzuschauen. Nicht für alle natürlich, aber immerhin sehr menschlich hat Torhüter Neuer den Gegnern ein Tor geschenkt. Und wüsste man es nicht besser, man hätte es glatt für einen Gnadenakt gehalten. Genauso wie die Tatsache, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit das Tempo gedrosselt haben. So ein Stück weit normal, dass wir dann nicht mehr mit der letzten Power die Situation angegangen sind. Doch die Spielfreude ist einfach umwerfend. Und als der eingewechselte Sané den Zuckerpass zum sehenswerten Schlusspunkt auf Musiala spielte, musste es auch der letzte Zweifler eingestehen. So unglaublich es klingt, die Bayern haben Lewandowski verloren, aber Offensivpower dazu gewonnen. Kann das sein, Stefan? FCB ohne Lewandowski stärker als vorher? Stärker würde ich jetzt nicht sagen nach dem ersten Spieltag oder nach dem Supercup. Natürlich war das tief beeindruckend, das, was sie gegen Leipzig gezeigt haben, auch gegen Frankfurt natürlich. Aber da sollten wir noch abwarten. Also Lewandowski war natürlich ein Torgarant mit 40 plus Tore oder 35 plus Tore. Das müssen die Jungs ja erstmal schaffen. Sie sind halt variabler geworden. Das ist schon echt stark mit unfassbar viel Tempo. Auch individuell jeder in der Lage, den Unterschied auszumachen. Das war eine Machtdemonstration, das muss ich schon sagen. Aber sie haben auch nach wie vor Schwächen. Und das hat Kimmich vielleicht auch kurz angerissen. Aber das war schon echt ein starker Tag für die Bayern in Frankfurt. Ist auch nicht einfach zu spielen. Ja, du hast den Euroleague-Sieger da, volles Haus. Aber welche Schwächen sind das deiner Meinung nach?
Ja, ich meine, in der ersten Halbzeit beim Spielstand von 2-0, Lindström hatte eine hundertprozentige. Dann kann so ein Spiel vielleicht, ich meine, jetzt reden wir, was wäre wenn, aber das kostet auch 3 Euro. Nö, nö. Du kannst dann, immer dann zahlen. Dann der Kopfball von Kuta an die Latte. Also Möglichkeiten, du kannst nicht alles verhindern, ist auch keine Frage. Da musst du natürlich das Positive rausstellen. Das war schon echt tief beeindruckend, was die Bayern da demonstriert haben oder so, wie sie gespielt haben. Heiko, für die Gegner, Nagelsmann hat es gesagt, schwer zu verteidigen. Wird man sich darauf einstellen können? Absolut mit der Zeit? Schwer zu verteidigen, brauchen wir nicht drumherum reden. Aber Stefan hat es ja auch gerade gesagt, die hatten ja auch 2 Möglichkeiten. Wenn das 2-1 fällt, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Und Oliver Glasner, hatte ich ja vorher schon gesagt, hat gemeint, ja, nach dem 2-0 haben die versucht, gemeint, sie müssen direkt den Gegentreffer zu machen. Und dann brauchst du halt die Ruhe. Und das werden die nächsten Spiele auch zeigen, wenn andere Mannschaften kommen, die auch Qualität haben, die halt eben dann nicht sich ins offene Schwert dann reinstürzen, wie dann die Offensivqualität dann auch noch funktioniert und vielleicht du die Null länger hältst. Ich glaube, für die Liga reicht's. Ich glaube, das funktioniert und die Bayern werden durchmarschieren. Das ist spektakulär zu sehen und macht richtig Spaß. Das sind Weltklasse Leute, die da vorne spielen. Interessant finde ich, was Philipp Lahm vor und nach dem Spiel in Frankfurt gesagt hat, der gesagt hat, wir werden schon noch sehen, dass Lewandowski wirklich sehr, sehr gut war und irgendwann auch vermisst wird. Was ist mit den Champions-League-Spielen ab Viertelfinale, Halbfinale, wo vielleicht auch mal richtig, richtig starke Abwehr- und Defensivreihen da stehen und auch die Jungs vielleicht nicht mehr durchkommen? Das wird richtig spannend. Ich hätte mir beispielsweise gewünscht, dass man sich schon noch einen Ersatz auf der 9 holt, der dann möglicherweise viele, viele Tore schießt und die viele andere dann halt nicht machen macht. Gehen wir mal trotzdem rein ins Spiel, gucken auf das 1-0 von Kimmich. War dieser Rauch da in irgendeiner Form ein Faktor oder Unsinn? Nein, glaube ich nicht, weil sonst hätte Trapp schon irgendetwas noch angezeigt. Das hat er nicht. Das sieht natürlich von hier oben jetzt ein bisschen dramatisch aus. Von unten hatte er aber einen freien Blick. Den hat er perfekt geschossen, Kimmich. Aber du von der Tribüne hast es nicht gesehen, oder? Was, den Rauch? Ja, nein, den Rauch schon, aber das Tor nicht so ungefähr, oder? Ja, also die Frage kam tatsächlich sofort auf. Ich war am Freitag ja auch im Stadion, habe dann die Möglichkeit gehabt, mit Kimmich und auch mit Müller zu sprechen. Und die haben dann, sind ja nach dem Tor auch sofort zu dem Torwarttrainer gerannt, weil er den Tipp eben gegeben hat, dass Kevin Trapp oftmals spekuliert auf die Flanke, die in den Strafraum kommt. Und da hat er eben einen Schritt zu früh rausgemacht. Ist halt ein klarer Torwartfehler. Und wenn er nur eine Mauer stellt, also eine Ein-Mann-Mauer, dann muss er die Seite halt auf jeden Fall zuhaben. Ja. Jetzt gucken wir auf das 4-0, wo man auch nochmal so ein bisschen diese Spielfreude, von der ich vorhin gesprochen habe, des FC Bayern sieht. Freddy, diese Jungs da vorne, alle brutale Geschwindigkeit, alle brutale Technik. Und eine Passsicherheit. Ja. Passsicherheit dazu noch. Ja. Jeder weiß, die Abläufe sind klar. Und Musiala ist jetzt nicht der bekannte Stürmer normal, aber der kommt halt immer aus der Tiefe und geht halt auch nach vorne in die Box rein. Und die Besetzung im Strafraum sieht man einfach, wie viele Leute dann plötzlich auch im Strafraum sind. Sie gehen nach und das ist das Entscheidende. Gerade bei so einem Pass, das sind 3-4 Leute im Strafraum. Ja. Und jeder Pass ist eigentlich perfekt getimed. Wenn du siehst im Aufbau des Tores, ne, wie ballsicher sie sind, ja, mit dem ersten Kontakt schon, ja, der Ball liegt da, bei vielen springt ja der Ball weg. Das ist halt der Unterschied, das ist Qualität. Auch das Verzögern von Müller in der Situation, dass er eben nicht ins Abseits reinläuft, dann, dass er den Ball rüberlupft. Also das ist schon ein ganz, ganz hohes Niveau. Für Musiala momentan super Lauf. Ist der Mann gesetzt in der ersten Elf? Wenn er so spielt, muss er gesetzt sein. Wenn das Leistungsprinzip, wovon ich mal ausgehe, zählt, dann ist er gesetzt, ja. Aber auch ein Kimmich war Weltklasse. Aber Sané ist hinten dran, ne? Nochmal ganz kurz, also ein Kimmich oder ein Upamecano. Und dann hast du ja schon diese Achse, die ja jede Mannschaft auch braucht. Das funktioniert und dementsprechend ist Sané hinten dran, ja. Jetzt gucken wir noch auf eine Szene, kein Tor gefallen ist. Thomas Müller hat es nach dem Spiel schon vermutet, dass das Social-Media-mäßig ein Hit werden würde. Das war auch so. Aber kann er wirklich was dafür, Stefan? Also der ja, das ja, was? Nein, das sieht ja halt scheiße aus für ihn. aber man muss mal, also jetzt nehmen wir mal die Vorarbeit von Gnabry. Ne? Also ja. Da liegt ja schon ein technischer, eben habe ich noch gesagt, sie sind alle technisch perfekt, aber da liegt ja schon ein technischer Fehler vor.
Der Ball war nicht gut. Ja? Nicht, nein, er muss perfekt. Ihn mit links spielen und nicht mit rechts. Dadurch macht er diese Bewegung. Mhm. Und dann spielt er den auch noch Müller auf den linken. Also er ist ja schon in der Vorwärtsbewegung, kriegt ihn auf den linken. Dann geht der Frankfurt-Spieler unten hin. Also es hört sich jetzt bescheuert an, aber Müller konnte gar nicht so viel in dieser Situation machen. Du hättest ihn gemacht, Heiko, oder? Nein, ich gebe ihm recht. Der Ball verhungert ja fast. Ja, und, schau mal, wir sehen es nochmal. Er ist schon vor dem Ball und kriegt gar keinen Druck mehr mit dem linken drauf. Er ist zu weit vorne. Also erstmal der Pass ist schon schlecht und jetzt... Gut, reinköpfen muss er ihn, aber... Ja. Eine schöne Szene, werden wir immer mal wieder sehen. Mit den allen Archiven halt irgendwie Thomas angemahnt. Müller nimmt es mit Humor. Ja. Was bei Oliver Glasners Mannschaften eigentlich immer Fakt war, sie sind sehr gut organisiert, sie lassen wenig zu, haben eine gute Restverteidigung geplant, das in der Situation überhaupt nicht. Nee. Das wird es in Zukunft nicht mehr so oft sehen, solche Bilder von Frankfurt. Also auf jeden Fall natürlich eine kuriose Szene, der sich Jana jetzt auch nochmal annimmt, ne? Unbedingt, weil wenn Thomas Müller schon im Netz dazu aufruft, dass man das doch bitte kommentieren soll, das lässt sich das Netz natürlich nicht zweimal sagen. Erstmal seinen Post selbst auf Instagram. Stefan hat es gerade gesagt, das Zuspiel von Gnabry war, sagen wir mal, ausbaufähig. Das sieht er aber auch selbst so, hat nämlich als erster kommentiert, sorry, Habib. Also, das wird so wahrscheinlich nicht mehr geben. Im ersten Spiel, also den Mist des Jahres, Just Thomas Müller Thinks. Oder auch Thomas Müller hat seinen Titel als Spaßvogel der Liga jetzt schon verteidigt. Thomas Müller einfach bester Eintracht-Verteidiger. Vielleicht hatte er aber auch einfach noch ein bisschen Mitleid mit der Eintracht wegen des Nebels beim Freistoß zuvor. Thomas Müller ist also doch menschlich. Wir können uns beruhigen. Und zum Abschluss, Frank Mill ist abgelöst. Danke, Thomas Müller. In Anlehnung an den Pfostentreffer, ich glaube 1986 war es. Es war vor meiner Zeit, aber ich meine, es war 86. Stefan? 3 Euro. 3 Euro? Das ist fast ein bisschen gemein, oder? Mit Frank Mill zu vergleichen. Das Ding war ja noch mal anders. Ja? Ja, der Frank Mill kann es nicht vergleichen. Der ist aufs leere Tor gelaufen im Endeffekt. Ne? Ja. Den mit rechts dann an den Pfosten. Rechts, klassisch an den Pfosten. Ja, genau. Aber bleiben wir noch mal bei den Bayern. Sadio Mané. Ja, tolle Leistung natürlich von Hasan Salihamidzic und Crew, den zu holen, zu überzeugen, von Liverpool zu gehen. Der scheint schon richtig angekommen zu sein. Also in der Mannschaft, aber auch so beim Umfeld. Guck mal, schon mit dem Megafon bei den Fans. Was macht so ein Weltstar aus? Also ist das der Unterschiedsspieler, den die Bayern dann einfach auch noch mal brauchen? Ja, es ist ein Weltstar, wie du richtig gesagt hast. Und die wissen genau, wenn sie in solche Vereine auch kommen, dann wie den FC Bayern, ob das von Liverpool nach Bayern oder umgekehrt, die akklimatisieren sich gleich auch mit den Spielern. Die haben eine gewisse Klasse, die suchst du natürlich immer. Ja? Und das ist ein total fertiger Spieler auf höchstem Niveau. Es ist eigentlich egal, bei welchem Top-Club der spielt, der wird immer seine Leistung bringen und seine Tore machen. Ja? Total bodenständig halt auch. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Sieht man in den Interviews, die er gibt. Ist ein Top-Transfer. Nicht nur sportlich, aber auch menschlich, denke ich mal, für den FC Bayern. Wenn wir beim Sportlichen bleiben, was zeichnet ihn aus? Was sind seine Stärken für dich, Heiko? Den kannst du ja auch kaum faulen. Der hat eine Art, der weiß, wann er den Ball annehmen kann, wann er klatschen lassen muss. Ja. Und selbst wenn du hast das Gefühl, wenn die den packen wollen, die kriegen den gar nicht. Der antizipiert es, der weiß das genau und wird ja auch kommen, dass der mal am Boden liegt und mit schmerzverzerrtem Gesicht da liegt. Also das ist auch mit Härte dem zu begegnen, ist schwer. Und dann diese unglaubliche Technik, diese unglaubliche Geschwindigkeit. Jetzt haben wir noch ein Thema aus dem Spiel, aus dem Eröffnungsspiel vom Freitag. Patrick, da hast du auch was dazu getwittert, aber das wird uns Jana jetzt noch mal näher bringen, nämlich das Thema Reaktion auf die Nationalhymne. Richtig? Die war lautstark, kann man auf jeden Fall sagen, beim Eröffnungsspiel am Freitagabend in Frankfurt gegen die Bayern. Patrick hat es für uns eingefangen auf Twitter. Wir hören einmal gerade rein. Also deutlich hörbare Pfiffe eben beim Singen der Nationalhymne.
Einige Spieler haben sich nach dem Spiel auch dazu geäußert. Der Grund der Fans, so war es im Netz zumindest zu lesen, war, dass man eben beim Fußball bleiben möchte. Fußball ist kein Entertainment. Man möchte da nicht in amerikanische Verhältnisse kommen. Das zumindest die Auffassung der Fans. Deswegen also diese Pfiffe bei der Nationalhymne. Also würde ich mal gerne in die Runde geben. Ja. Habt ihr da Verständnis für Pfiffe? Also ich sag mal gleich meine Meinung. Ich finde es voll daneben. Ja, katastrophal und total respektlos. Ich finde das schon schrecklich, wenn man bei Länderspielen irgendwie Pfiffe von den Fans für die anderen Nationalitäten dann irgendwie hat. Auch in dem Fall finde ich es total fehl am Platz. Es wäre eine Menge, gerade am ersten Spieltag mit den Bayern gegen den Europa-League-Sieger, eine Menge ausländische Zuschauer in anderen Ländern zugeschaut haben, die werden mit dem Kopf geschüttelt haben, genau wie ich es gemacht habe und viele andere auch. Ich finde es richtig schlimm. Und dann darf man einen Punkt nicht vergessen. Da steht eine junge Frau auf dem Platz, freut sich, die Hymne zu singen. Hat nichts Böses irgendwem getan und wird gnadenlos da ausgepfiffen. Nicht von allen, aber von einem gewissen Teil. Ich finde es völlig bekloppt. Ich habe tatsächlich eine etwas andere Meinung. Die ist ein bisschen ja, kann man erst mal klatschen. Ja. Bisschen unpopulär wahrscheinlich und ich muss in Deckung gehen. Natürlich geht das nicht, gegen die Hymne zu pfeifen. Das ist erstmal ein schlechter Beigeschmack und auch der Dame gegenüber nicht anständig. Aber vielleicht muss es diese krasse Form des Protests der Fans geben. Die Frankfurter, ich glaube, da war Fredi damals im Pokalfinale dabei, als Helene Fischer schon mal ausgebuht wurde. Aber nicht, ist eine andere Geschichte, aber nicht bei einer Hymne. Aber nicht bei der Hymne. Aber nicht bei der Hymne vor dem Spiel, beim Pokalfinale gibt es auch die Hymne vorm Spiel. Ja. Ich glaube, es war auch tatsächlich, ich sage ja, dass man die Hymne ausbuht, das ist nicht in Ordnung, aber ich glaube, das war diese Gesamtzeremonie, die es gibt. Die Leute wollen das einfach nicht, dass man da noch mit 18 Mannschaften auf dem Platz und hier und da. Und aber also, es soll einfach nur darum gehen, dass man Fußball spielt und wenn das vielleicht irgendwann die Wirkung erzielt, dass wir uns auf das reine Spiel in Zukunft beziehen, finde ich es nicht verkehrt. Aber bei der Hymne an sich zu buhen, ist natürlich eine fatale Außenwirkung nach draußen. Finde ich aber Bullshit. Finde ich Bullshit. Ist ja auch gut. Weil es gibt zwei Veranstaltungen in der Bundesliga. Und es ist einmal das Eröffnungsspiel und einmal das DFB-Pokalfinale. Wenn du eine Hymne hörst, sollte dich das eigentlich mit Stolz erfüllen. Und dann pfeifst du nicht. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. In keinster Weise kann ich das nachvollziehen. Es geht gar nicht. Es geht schon gegen die Sängerin, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Wir machen eine kurze Unterbrechung, gehen gleich da nochmal rein, weil wir werden gleich noch einen weiteren Gast haben. Aber wir werden es nicht ändern, Entschuldigung. Nee, wir werden es nicht ändern, aber der hat eine ähnliche Meinung wie du, Patrick. Wer das ist, verrate ich Ihnen gleich nach der Pause. Natürlich wollen wir auch noch von den zwei ehemaligen Torschützenkönigen wissen, wer könnte es denn diese Saison machen in der Bundesliga? Ist gar nicht so einfach, da einen treffsicheren Tipp abzugeben. Das also nach einer Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Ich freue mich, dass Sie weiter dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich freue mich auf einen weiteren Gast. Und das geht mir fast gar nicht über die Lippen, den Mann hier Gast zu nennen. Das ist ja dein Wohnzimmer. Herzlich willkommen, Rudi Brückner. Hallo. Und ich habe erst mal, in der Pause habe ich erst mal meine Vitalwerte getestet.
Weil wenn du zuletzt da warst, dann hast du irgendwie Corona oder war sonst irgendwie erkrankt. Zum Glück, ich bin bester Gesundheit. Du auch. Freue mich, dass du da bist. Und wir erzählen gleich, warum. Mhm. Aber zunächst, ich habe dich ja groß angekündigt mit einem Teasing. Ja. Ein Mann, der zur Nationalhymne vor dem Eröffnungsspiel der Bundesliga auch noch eine kontroverse Meinung hat, ähnlich wie seine. Warum meinst du, da hat die Nationalhymne nichts verloren? Also seit Jahren sage ich schon immer wieder, das ist eine völlige Überhöhung der DFL. Weil wenn ein Baumarkt bei mir in der Nähe aufmacht, sage ich ja auch nicht, zur Eröffnung spielen wir mal die Nationalhymne. Ich finde, die Nationalhymne ist ein wichtiges Gut und das kann man nicht einfach so mal beliebig einsetzen. Und dass die DFL das einfach macht, so vor dem Pokalspiel der DFB oder eben auch die DFL vor dem ersten Spiel der Saison, ist völlig beliebig. Was soll das? Albern. Also insofern kann ich den Ärger der Fans verstehen. Fand ich auch gut, dass sie gepfiffen haben übrigens, im Gegensatz zu allen anderen. Man darf die Nationalhymne auspfeifen, wenn sie zum falschen Zeitpunkt gespielt wird. Punkt. Ja, also da kann man, gibt es vereinzelten Applaus, kann man natürlich unterschiedlicher Meinung dazu sein. Aber darf ich mal fragen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, die zu spielen? Ja, zum Beispiel, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann macht es ein bisschen Sinn. Ich habe da auch immer meine Zweifel, aber da sage ich, okay, Nationalmannschaft spielt, Länderspiel. Die deutsche Fußballliga beginnt die Runde. Ja, aber die deutsche Fußballliga beginnt ihre Runde. Und wir wollen weltweit, uns besser vermarkten. Heiko, Frankfurt gegen Bayern. Ich mache mal einen witzigen Vorschlag. Man könnte alle Hymnen spielen, von allen Spielern der verschiedenen Nationen. Dann machst du, glaube ich, 2 Stunden später erst den Anfang. Da hast du aber eine halbe Stunde Pfiffe. Ja, aber das ist doch Unfug. Ich sage doch deshalb nur, das ist so beliebig. Es macht keinen Sinn, wenn zwei Bundesligisten gegeneinander spielen, die Nationalhymne zu spielen. Warum? Wir wollen Fußball spielen und sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir mal einer Meinung sind, Rudi. Finde ich gut. Siehst du. Hättest du nicht gedacht, oder was? Generationsübergreifend sozusagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Also, deine Meinung ist dir unbenommen, keine Frage. Andere haben das Gefühl, okay, wenn die Flagge gehisst wird, wenn die Nationalhymne gespielt wird, dann bin ich mal ruhig, auch wenn ich es vielleicht deplatziert finde. Und muss man, glaube ich, beides aushalten, dass es da unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Aber du bist ja da schon beim richtigen Punkt. Du hast morgen Premiere hier bei Sport 1. Wir überlegen noch, ob wir die Nationalhymne vor der Sendung spielen. Vor der Sendung. Als Auftakt. Und was werdet ihr in dieser Talksendung vor allem versuchen zu leisten? Also es ist mal was ganz Neues sozusagen. Man glaubt es kaum, aber es ist mal ein Versuch wert, finde ich. Denn wir wollen versuchen, die Chance zu nutzen, jenseits der Aktualität und mal tiefergründig Gespräche zu führen mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Bereichen des Fußballs, logischerweise, aber eben mit der Möglichkeit, entschleunigt mal über dieses Thema zu reden. Weil unser Problem ist ja diese Hektik. Ja? Nimm alleine mal die Trainer. Ich glaube, maximal, wenn man schon 2 Jahre bei einem Verein ist, dann gilt man schon als Langzeittrainer. Mhm. Mal Christian Streich rausgenommen. Ja? Aber alle anderen sind 1-2 Jahre, Heiko hat selber erfahren. Du bist ein paar Monate da, schon wieder raus. Das ist keine Lösung. Und wo liegt da die Lösung? Und wie kann der Fußball sich entschleunigen, dass auch wieder viel Fans da ist? Also ihr geht die Themen ein bisschen grundsätzlicher an. Finde ich toll, finde ich sehr, sehr spannend. Wer ist morgen bei der ersten Ausgabe dein Gast oder wer sind deine Gäste? Stichwort Trainer ist eben der Knackpunkt. Wir haben mal überlegt, wen nehmen wir denn da? Dann nehmen wir mal einen ganz alten, also noch älter als ich sozusagen, einen ganz alten, nämlich Winnie Schäfer. Ja. Die wenigsten wissen, 12 Jahre war der beim KSC und danach wollte den in der Bundesliga kein Mensch mehr haben. Bis heute weiß man nicht warum. Beim VfB Stuttgart war ein paar Monate weg. Und dann ist er ins Ausland. Warum? Was ist Freddy da passiert? Freddy wollte nicht haben. Also was ist da passiert? Ja. Und wie ging es dann weiter? Wäre das mit dem Berater zum Beispiel besser gewesen? Und das Pendant dazu, ein bisschen jünger als Heiko in dem Fall, nämlich Patrick Helmes, der ja auch Nationalspieler war, Leverkusen, Köln gespielt. Aber irgendwie ist er als Trainer noch nicht angekommen. Warum nicht? Auch da, Berater, Fragezeichen. Und morgen, 21 Uhr? 21 Uhr geht's los auf Sport 1. Rudi Brückner, der Talk. Ich werde zuschauen. Freue mich drauf. Ich auch. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wenn du dabei bist, da geht nichts mehr schief. So, jetzt kommt Jana nochmal. Wir haben nämlich nicht nur hier bei uns im Phrasenschwein durch so den ein oder anderen Satz hier von uns in der Runde Geld eingesammelt, sondern auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben was gegeben, richtig? Ja, und die hatten die Spendierhosen an. Es ist einiges zusammengekommen. Wir sagen Danke an die Südtiroler Radler unter Haunstadt, Viktoria Schlaus, Tunjai aus Dachau,
Kevin und James vom Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga, Jahn Regensburg. HG Feines aus Bad Homburg, die Klatschenbrüder TV Burg Solms, Jens Käfer, Bianca und TJ, Daniel Miliki und Jan Lechler. Knapp 200 Euro, vielen Dank, danke. Dann möchten wir Sie noch ganz herzlich zu Hause einladen, mit oder auch gegen uns zu tippen bei unserem kostenlosen Tippspiel auf Sport1, tippspiel.sport1.de. Da gehen Sie am besten mal drauf, können Sie sich anmelden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, unter anderem ein Besuch im Fußballmuseum inklusive Besuch beim Fantalk. Auch das macht immer eine Menge Spaß. Ein Blick auf das aktuelle Ranking der Experten in unserer Tipprunde lohnt sich, denn ich bin auf Rang 2. Ich weiß nicht, wie oft das diese Saison noch passieren wird. Thomas Helmer, derzeit der Tabellenführer. Okay, ich werde mich anstrengen, da wieder nach oben zu klettern. Ich bedanke mich bei der Runde für den heutigen Tag. Wer wird Torschützenkönig diese Saison? Schick. Schick. Was sagst du, Freddy? Wer wird Torschützenkönig? Patrick Schick. Patrick Schick, also zweimal Schick, du sagst auch Schick. Okay, da haben wir unseren Favoriten ausgemacht. Dafür Anthony Modest. Okay. Wie immer eine kontroverse Meinung von Rudi Brückner. Hier, toi, toi, toi für die Premiere morgen. Danke. Danke der Runde. Nächste Woche Gerald Asamoah hier, dann ist Thema Schalke 04 unter anderem. Schönen Sonntag noch, Bundesliga pur. Nochmal genießen die tollen Szenen aus dem ersten Spieltag. Danke, tschüss.